Ja, jetzt kommt der Andreas Peschka. Der hat seinen Ton nicht eingestellt. So, jetzt ist das alles. Ich habe jetzt die Fotos nach Dropbox und du hattest jetzt irgendwie was gesagt zum Teilen, eine Adresse oder sowas. Also sind jetzt hochgeladen und mit Dropbox teilen. Die E-Mail-Adresse ist matta.birgit@gmail.com. Matter Punkt oder Matter? Nein, Was? einfach Matta Birgit durchschreiben. Klein, mit Minuskeln. Gmail. Warum schreibt er das jetzt nicht? Hä? So, jetzt müsstest du irgendwie eine E-Mail kriegen, wo das dann irgendwie hochgeladen sind sie, glaube ich, alle. No. Na, Birgit hat quasi das. Richtige Eigen.
halb sieben.
So. Birgit? Ja. Ich bin noch da. Ah, okay. Oh, da kommt jemand. Ich muss dich zum Co-Host machen. Arik ist das. Okay, ja, der ist auch schon im Dokument. Ja. Hi. Hallo, Arik. Ich wechsle mal eben die Kopfhörer. Ich mach dich mal zum Co-Host, ne? Hallo. Hallo. Ich bin gerade noch vom Essen, ja. Arik, möchtest du auch Co-Host werden? Ist das denn jetzt auch live oder? Nein, das ist nur die Aufzeichnung läuft, weil wir waren uns nicht sicher, ob wir das mit Livestream machen oder nicht, aber es könnte man jederzeit dann, wenn wir sagen, jetzt soll es live gestreamt werden, könnten wir das tun. So. Ja, jetzt habe ich die anderen Kopfhörer, die sind nicht ganz so warm wie die anderen, aber dafür sind sie irgendwie bequem und ich höre noch was anderes. Ich So, mache mal hallo, Bildschirm teilen, oder? Arik. Ja, kann auf was? Was hast du da? Das Dokument, oder? Auf das, was du als Google Doc gemacht hast, wo wir hier schon Ja, okay. wild chatten, wobei der Chat ja nicht dokumentiert wird hier. Das steht der extra. Dokumentenchats werden nicht gespeichert. Und jetzt ist es ja so, dass also ich eingeladen habe zu diesem Zoom-Meeting, um das zu besprechen, aber eigentlich geht es um die Einladung von Andreas, ein bisschen kompliziert. Der mit der Akademie der Künste in Sachsen-Anhalt, also dem Thomas Blase zusammen, das schon abgesprochen hat, dass es eben um diesen Almanach Nummer 6 geht, der irgendwo im September ja zusammengebunden werden soll. Das ist die Form. Und dass es im Prinzip um Synergien geht oder Symbiosen von kollektiver Kreativität, werde ich das jetzt mal nennen, und Kooperation und Zusammenarbeit. Wobei Andreas sich da schon so grob Gedanken gemacht hat, und aber eigentlich das alles noch sehr offen ist. Und für mich einfach nur wichtig war, dass wir, damit das nicht so zerfleddert oder auch wirklich zu so einem Produkt dann kommt, weil da muss man dann in so einem bestimmten Maß und der Form und 30 Stück machen und die muss unterschreiben und unterschrieben sein und. Und damit das auch alles irgendwie klappt, denke ich, dass es gut wäre, immer auf dieser organisatorischen Ebene ein bisschen zu denken und natürlich ansonsten sich freien Lauf lassen mit der inhaltlichen Gestaltung. Ja, und das hast du ja, da ist dann auch so eine, ja, gewisse Eröffnung geben, Anlass geben, wo dann das auch richtig ausgestellt wird. Und das ist am. Ja, so die Almanache, die die haben, die werden gewöhnlich auf der Leipziger Buchmesse vorgestellt und Ja, die haben da steht einen drauf. Stand. Und außerdem werden die natürlich auf deren Webseite und auch unterschiedlich. Aber es ist immer so, wenn da das ja sehr Basis ist, muss ich immer eine Arbeitsgruppe finden, die dann den Almanach macht. Und das ist also ziemlich viel Arbeit, weil der muss ja sozusagen organisiert werden, gebunden werden und all so ein Kram. Und aber also die, ich habe zwei, habe ich bei zwei habe ich mitgemacht und habe dann also die Exemp das mein Belegexemplar auch gekriegt. Also das ist immer sehr sehr schön, nicht? Also genauso wie das dann ist für so eine Mitglieder mit eine Künstlerzeitschrift, wo also lauter Originale zusammenkommen, nicht? Ja, das hat eine lange Geschichte mit der Akademie der Künste. Ich habe also direkt nach der
Wende habe ich also Kontakte nach Osten gesucht. Hier kann ich ja einfach über die Elbe fahren und gucken, wen es so gibt. Und daraus hat sich dann zunächst also der Kontakt zu einer Johanna Bartel ergeben, die im in, es gab da sozusagen ein Ausstellungshaus, so, für die Frau von Karl Marx, die Jenny Marx. Da gab es also in Salzwedel das Jenny Marx Haus und dort hat die gearbeitet und so Kulturprojekte gemacht. Ja, die ist dann nach Dessau gegangen und wir haben uns also immer weiter angefreundet, zusammen Projekte gemacht und irgendwann vor ein paar Jahren, da hatte ich eine ziemlich große Ausstellung im Gästehaus im Georgenpark in Dessau. Da standen auf einmal drei Leute aus Halle da, ne? Und die sagten, sie hätten sich das schon mal angeguckt und die Art, wie ich da mit dieser kaputtgegangenen Gärtnerei und dem Kraftwerk und so umgegangen wäre, das wäre so nah an dem, wie sie selber das auch empfinden und hatten auch noch Leute mitgebracht, die das alles auch noch genau kannten. Ich habe da recherchiert und so Grafiken dazu gemacht. Und ja, und dann haben die mich eingeladen, als korrespondierendes Mitglied da einzutreten, was ich dann auch gemacht habe. Sehr reizvoll. Und ja, habe dann festgestellt, dass sich da ganz viele Kreise durch die Leute schlossen, nicht? Also sowohl, es gab da noch so verschiedene Treffen. Ja, und habe die sehr schätzen gelernt. Also der Thomas Blase ist von Haus aus Maurer. Und also in DDR-Zeiten. Und entsprechend hat er sich auch in die Renovierung von diesem Schloss Kannawurf, was da als Kulturort in Eigeninitiative von so ein paar Leuten hochrenoviert wird. Ganz eigenartiges, interessantes Projekt. Oder also zum Beispiel haben die da so Zwergengärten gemacht. Nicht? Da haben sie eine Palette, haben sie ihm auf die Palette so einen Kasten drauf gebaut, haben die dann irgendwo ins Dorf gestellt und haben gesagt, so, hier, wer möchte, kann die jetzt bepflanzen und soll aber Allmende sein. Nicht? Und haben dann Zuspruch gefunden. Seitdem gibt es ja im Dorf diese Allmendekästen, die mit Zierblumen, aber auch mit Gemüse bepflanzt werden und wo sich jeder wegholen kann, was er gerade Lust hat. So, also so Sachen. Dann haben die Leni Sinclair, das ist also eine Fotografin und Bandmitglied, Bandmanagerin in der Zeit, wo das da in Amerika ziemlich hochgekocht ist mit den Black Panthers, nicht? Da haben die also sozusagen parallel in Kontakt mit den Black Panthers die White Panther gegründet und da hat die Hunderte von Fotos aus der Zeit. Und da haben die mal so eben ein Buch aus dem Boden gestampft, wo Leute ihnen gesagt haben, also sie haben erst nach Autoren gesucht, nicht ohne, dass das, also es muss 5 Jahre sein, also kann man das gar nicht bewältigen. Das haben die dann innerhalb von kurzer Zeit, also ich glaube ein halbes Jahr oder so, haben die das aus dem Boden gestampft, haben die Leni Sinclair darüber gebracht, haben eine Ausstellung und dann noch Folgeausstellungen, unter anderem eine in Zürich gemacht. Also die sind sowieso auch schon so aus dem Holz, was ich gerne habe. Ja, und entsprechend habe ich da allerlei Sachen auch mitgemacht, unter anderem eben auch die Almanache und jetzt und eine schöne kooperative Sache, die sich zunächst wie so eine Mailart Sache anfühlte, aber dann gar nicht war. Und wo ich dann eine kollaborativ entstandene Arbeit abgegeben habe. Nicht? Und so, also es ist sehr lebendige Geschichte. Und habe dann gedacht, also wenn die jetzt schon Kollaboration auch tatsächlich als Thema machen, dann gucke ich mal, wie ich dann auch richtig zulangen kann, indem ich das also als Initiative hier unter uns so anbringe, ne? So, genau. Ja, ich weiß, das ist jetzt eine nicht sehr gut vorbereitete Einführung. Und
Ja, das ist jetzt schon angemeldet. Also ich habe dann also sofort Bescheid gegeben, dass ich mitmachen will und bin da wohlwollend aufgenommen worden. Und Also dann man ist da muss die Frage. vielleicht sagen, wie ich das, wenn ich das so höre, dass es eigentlich ein Verein ist. Das ist keine Akademie im Sinne der universitären Nein, genau. Ausbildungsinstitute ist. Es ist eigentlich ein Verein und ein Verein mit Vorstand und du bist auch in diesem Verein und machst da schon lange mit. Und das ist so der Rahmen, oder? Ja, das ist ein Verein und eben, ja, das sind Künstler, die leben da unter den Bedingungen, die so Sachsen-Anhalt zu bieten hat, nicht? Und das ist also nicht so wie jetzt hier meinetwegen in Niedersachsen. Das ist also ziemlich anders. Aber, also wacker, ne? Genau. Also ich frage mich, warum die dann keine Akademie draus machen, wenn die sich so nennen. Weißt du, dann würden die ja wenigstens ein bisschen Kohle machen. Ja, ist Weißt du, nicht so. das sind ja alles so nicht geschützte Begriffe. Akademie und Institut und Kunst und der Künste und so. Ja, da kannst du eigentlich direkt eine kleine Schule aufmachen. Dann seid ihr da alle Dozenten und so. Als Künstlergemeinschaft und sowas. Weißt du, Muss was ich ich meine? ihn mal fragen, also warum er dann. Ich glaube, die sind so wie ich auch nicht hinter der Pädagogik unbedingt her. Ne, das, dieses, also ich würde so mich schwer tun, so Dozent zu sein. Ne, das kann ich mir da auch vorstellen. Obwohl die geben schon auch Kurse und so. Also wir hatten einen großen Anlauf. Da war in Sachsen-Anhalt wie heißt das denn? Diese Architekturausstellung, internationale Architekturausstellung, die sonst in Städten ist. Die hatte dort den Titel Land und die haben sie nach Kanawurf geholt. Und dann habe ich eine Performance gemacht bei dem sogenannten Campus, wo also. Ja, also du hast ja uns eingeladen, mit der Negativität positiv zu reagieren. Du erzählst jetzt immer von der Vergangenheit und wir müssen doch Naja, irgendwie ich werde ja auch in die gefragt gerade. Zukunft, also in die Zukunft blicken. Was wollen wir jetzt zusammen machen? Wollen wir es als Livestream machen? Wollen wir es nicht mal als Livestream machen? Wollen wir einfach so, wollen wir den Ja, aber wir sind doch Ratschläge noch gar geben? nicht alle da. Also Ach so. wir sind ja auch noch vor 7. Also ich weiß nicht, Okay. ob wir nicht sowieso auch ob wir nicht eigentlich sogar für halb, ich weiß nicht, dass Nadine hatte, glaube ich, geschrieben, 1930, das würde ihr gut passen. Insofern weiß ich jetzt gar nicht, ob wann die genau auftaucht. Die ist übrigens auch Mitglied dort, die wohnt da, lebt da und ist Mitglied, so Ja. dass das also auch noch so spannend zu klären, wie ist das organisatorisch, was hat sie vor und gibt es Möglichkeiten, also dass zwei Gruppen oder die selber sich kooperativ organisieren, für dasselbe Projekt auch noch zusammenarbeiten und so Sachen, nicht? Das fände ich auch nochmal spannend, das zu klären. Also diese Ebene Organisationsform und was für ein Produkt stellen wir uns vor, nicht? Das ist noch alles weitgehend offen. Ich habe zwar vor bestimmte Vorstellungen, die ich dann auch nochmal erzählen werde, aber die sind natürlich nicht bindend. Ja, wer wollte noch kommen? Das ist auf jeden Fall der Matze. Den haben wir jetzt gerade eben erst angesprochen. Gestern, ne? War das gestern oder vorgestern? Und beim letzten Kunsttalk. Und also Nadine, Arik, du, Birgit. Und dann war noch, ich weiß nicht, ob Filterraum sich anschließt, der hatte Zweifel, ob ihm so ein Grafikformat in irgendeiner Form genügt. Aber das wird sich zeigen. Und ist eben auch, also ich finde es zum Beispiel ganz spannend, wenn wir also so als weiteres Mitglied so eine Art KI nehmen könnten, ne? In die Almanach-Gruppe oder wie man das nennen kann. Also Gruppe ist ja ein gefährlicher Begriff an der Stelle. Also ich meine jetzt nicht gruppendynamisches Vehikel. Ja, also so ist das.
Und ich weiß jetzt nicht, fangen wir um 7 Uhr an und gucken, wer sich dann einfindet. Oder wie machen wir das jetzt am besten? Also ich kann auch noch mal gucken auf Facebook, was Nadine jetzt genau geschrieben hat. Da, 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 da. Ja, für mich ist es, ich habe da wirklich schon halt schlaflose Nächte gehabt, weil wir ja mit der kollektiven Kreativität auch in diesem Kunsttalk das als so Untertitel genommen haben für diesen Literaturfrühling 2023. Und ich merke, dass bei aller, ich sage jetzt, aller gewünschten größtmöglichsten Ergebnisoffenheit und dem gemeinsamen Prozess und den Wünschen der Interdisziplinarität, dass wirklich, ja, wenn man das so über dieses, ich weiß gar nicht, Arik, du bist ja, hast ja auch gerade viele Künstler zusammengebracht in diesen Räumlichkeiten da in der Fabrik. Das mit dem Ergebnis offen und so, das ist ja auch ein bisschen, ich sage jetzt einfach, und Synergie in Anführungsstrichen und Kooperation und Kollaboration ist ja auch ziemlich idealistisch gedacht, ohne Fünfjahresplan, ne? Also, ich habe Fristen gesetzt und wenn die Teilnehmer die Fristen nicht eingehalten haben, habe ich die einfach Genau, aber da hast du den rausgeschmissen, Lead übernommen. Du hast ja ganz klar den Lead übernommen. Und hast gesagt, hier, ich setze Fristen und entweder jemand ne? gibt was ab oder nicht. Das ist natürlich eine Ja, ziemlich aber praktische notgedrungenerweise, weil das ja so kurzfristig war. Ja. Und das ist so, ich habe da quasi dieses Bürokomplex in Anführungsstrichen geschenkt bekommen vom Marco, dass ich da halt Sachen machen kann, so und irgendwas aufbauen kann und sowas. Und das ist so direkt, nennt man das so, zentraler Aufmerksamkeitspunkt in dieser Hallensituation, ne? Ja. Und dann wollten die ganzen Künstler, die da sind, natürlich diesen Raum haben und da aufstellen und so, ne? Und ja, aber da bin ich ja schon drinne, ne? Und will eigentlich nur arbeiten, ne? Und das ist so der Konfliktpunkt gewesen, dass wir halt dachten, okay, wir machen da halt quasi mit, aber sind da nicht dabei. war die Idee ja, komm, wir kennen irgendwie. Das sollte halt so, die Idee war, so eine generative Design, Kunst und Roboter-Ecke da zu machen, so eine schmuddelige Digital, Baracke sozusagen in dem ganzen Komplex. Ja, und ich kenne vom Studium einen Data Scientist. Ach, da ist der M2K. Genau, der Matze. M2K. Heißt das nicht M2K. M2K? Das Ja, passt so in das Lifestyle, auf jeden ja? Fall ist es so, dass die Leute dann, die haben dem Marco einfach Geld geboten, ne? Die haben dem 500 geboten, 1.000 Euro, 2.000 Euro, nur dass sie da reinkommen, um mir da die Augen auszustechen, ne? Damit ich da draußen bin und die da ihre Walala-Weia machen können, so. Was Und ist so denn sind die halt drauf. Walla Lalawaya? Das verstehe ich nicht. Ja, ihre komischen Machenschaften da, Bilder aufhängen und so. Aber ist das so, dass ich kenne das auch so? Man sagt so, man wird so eingeladen, ja, was gemeinsam zu machen, und dann geht es wirklich der Streit darum, wer darf wo was hinhängen? Ja, war nur noch so schlimmer halt ein bisschen, ne? Okay. Und unsere Strategie war einfach, da teilzunehmen, aber eben als Raum. Ne, wie nennt sich das? So ein bisschen als Werbung einfach auch, ein bisschen so coole Sachen zu machen. Ja, und so kam irgendwie die Idee, das so zu gestalten. Hört das sich ja wie so ein klassisches Garagenprojekt an, so im Ansatz. Nicht sozusagen Ja, so. wir wollten eine Manufaktur, so in die Richtung, dahin haben wir gedacht und haben da eigentlich unsere Sachen aufgebaut. Da steht eigentlich, da fehlt ja nicht viel rum, eine Büropflanze, ein paar Schreibtische und so. Da hatte ich eigentlich keine Lust, dass da mir irgendwelche Performance-Erotik-Leute da reinkommen, ne? Und da so Sachen machen, da hatte ich keine Lust drauf.
Nee, ja, so ist es jetzt gekommen halt. Weiß nicht. Ich es ist so, dass sich diese Leute da mit meinem Kollegen alle sehr kurzfristig gemeldet haben, sehr kurzfristig Sachen eingereicht haben, die ich dann dem Marco gebe und dem Team und die verarbeiten das weiter. Und dann gibt er mir Aufgaben, wie ich das weiter verarbeiten kann und so. Das ist alles super stressig, einfach super stressig, weil es ja Künstler- und Kuratorengruppen sozusagen ja sind, die sich quasi selber organisieren, aber das können die ja irgendwie nicht. Weißt du? Doch, da immer irgendwie Hilfe, Hilfe hier, Hilfe da, können nichts aufhängen, weil ihnen eine Schnur fehlt oder so, alles so unorganisiert, weißt du? Aber egal, wir haben da unser Programm gemacht für die paar Tage und am Sonntag kommt halt der Stefan noch dazu. Dann machen wir hier so richtig Rambazamba. Ja, der wird, ich projiziere den mit dem Beamer einfach so an die Wand, wo quasi so ein bisschen Schaufenstersituation ist. Und da hat er so quasi den ganzen Raum für sich. Kann er den vereinnahmen? Ihr habt das wohl ein bisschen gehört, ihr habt euch ja verabredet und habt da ja einen Livestream gemacht und ich habe mir das schon angehört und habe gedacht, ja, das ist cool. Und da habt ihr ja auch über Barton Brock gesprochen und ja, wie das Ja, ich alles. lasse den einfach labern, den Barzimmer. Ich mache da so Dauerschleife, 5 Stunden oder so, super laut. Und dann soll der einfach labern, 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 labern. Ne? Und davor, da, hier mein Kollege, der macht so VR-Rooms und so Geschichten, ne, und virtuelle Räume und so. Dann laufen da die Irren mit dem Ding am Kopf vor dem Barzimmer Brock rum an der Ich Wand. hole mir Keine mal eben Ahnung, eine also, Banane zum Essen, ne? Hast du das denn auch schön dokumentiert? Also das hört sich ja so an, als wäre das unglaublich witzig, diese Situation auch so dokumentarisch zu packen. Nee, ich Du habe nur hattest diese nur so Google gestillt. Docs gemacht, weil der Stefan das haben wollte. Und das war's so, ne? Den Rest machen wir per WhatsApp und hier telefonieren, telefonieren, labern, verhandeln, machen, labern und so. Ja, ich habe mir jetzt hier so dein, wie heißt das? Das ist ja nicht dein Text gewesen hier, dieses Dokument. Das ist ja hier von irgendwelchen anderen Leuten, Ja, das ist von der, von vier vom, Leuten gemacht worden, die diese Almanach-Gruppe bilden, nicht? Also der Almanach, das ist so ein Format, was auch nicht immer entstehen kann, weil sich nicht genug Leute treffen, ne, dafür. Und hier sind haben unterschrieben, haben also Wieland, der ist auch sehr rührig, ein Fotograf und Landart-Mensch. Mit Performance auch und so. Joachim, den kenne ich hier jetzt nicht. Nadine, die kommt gleich, wenn es klappt. Und Thomas, das ist ja Thomas Blase, ne? Also die vier haben sozusagen das hier verfasst. Ja, aber Und guck mal, ich habe damit. das schon direkt so beim Lesen, ne? Sorry, wenn ich unterbreche, aber schon direkt beim Lesen kriege ich da so Pickel von, weißt du? Ja. Kriege ich da so Pickel, weil das so eine komische Form ist, weißt du, zu arbeiten, weil das ist ja nicht DIN A3. DIN A3 ist ja ungefähr 40 mal 30 Zentimeter. Nee, die machen da Da eigentlich ist ja noch Format, plus ja. 3 Zentimeter so. Das Einzige, ne, wie ich dir helfen kann, ohne dass ich hier von meinem Kollegen verknüppelt werde, ist das als Use Case anzuwenden, wenn du eine Serie produziert haben möchtest. Das kann ich Also. machen. Das heißt, du, ich weiß nicht, wer dann in deiner Gruppe ist quasi. Ihr überlegt euch irgendwie eure Sachen so, gebt die mir, ich kann die als Serie produzieren, 30 Stück, kein Thema. Da müsst ihr mir nur die Sachen zuschicken, aber das ist ja schon ein Problem, weil das 30 Stück, Mann, ne? Das ist ja irgendwie, ja, kriegt man 31, hin, genau. aber Also es jedenfalls kriege ich das hin so, kann das produzieren. Ich sage, das ist ein Use Case und nicht irgendwie was was ist anderes. ein Use Case? Ein Anwendungsbeispiel für meine Ja. Robotik zum Beispiel, Ach womit ich so, das dann okay. drucke oder irgendwie Sachen damit machen kann. Ja, das wäre schön.
Ne, einfach nur ein Anwendungsbeispiel. Mhm. Wie heißt das denn so? Dann kommt es auch darauf an, was ihr euch überlegt habt, ne? Ja. Ob ich das so umsetzen kann, wie viel Zeit da ist und so. Dann kann ich da quasi eine Serie anfertigen. Mir ist auch egal, ob das immer gleich sein soll oder mit Variation oder 5 Stück so, 5 Stück rot, 5 Stück gelb, 5 Stück so. Das eigentlich alles, kann man eigentlich alles schön in einem Dokument so sagen und dann weiß ich das und ich kann das produzieren, so, also ohne Also es Probleme. kann sein, dass jedes nach so einem Zufallsprinzip etwas anders aussieht, zum Beispiel, ne? So dass es also alle ähnlich aussehende, aber individuelle Ja, das ist kein Problem. Sachen sind. Das Überhaupt kein kein Problem. Problem, sowas. Genau. Also, Und das kann ich machen, aber ich möchte nicht unbedingt mit Herr Blase zu tun haben. nee, hast du ja auch nicht. Du hast ja mit uns, also Also, ich mache das gerne für dein der Herr Blase, Anliegen. der bindet das dann nachher. Und für die Gruppe so, und für dein Anliegen mache ich das gerne. Wenn ich so einfach nur dann posten kann mit Bildern so, ey, das ist mein Use Case, das habe ich gedruckt so, Ja. aber mit hier so Akademie, das finde ich immer sehr anrüchig, ehrlich gesagt. Finde ich Ja. ehrlich gesagt immer so ein bisschen, ich kenne so Leute, die haben das gemacht, so als Künstlerverein, dann haben die da eine Ja. Halle gemietet und so. Und haben sich dann Ja. Dozenten genannt, weil das ja nicht so, das ist ja nicht so Das geschützt, ne? machen sie nicht, aber Ne, das, man kann sich ja einfach hier, wie heißt das, Dozent für irgendwas nennen. Dann ja. haben, ne, dann bieten die Kurse an für 500 Ja. Euro im Monat. Dann hast du auf einmal Bewerbungen aus China da, ne? Weil die denken, du bist irgendwie eine große Nummer. Das ist Akademie so, Kunst so, Ja, aber witzig. weißt du, dann bezahlen die dir so. Da hast du irgendwie 50 Schüler auf einmal und stellst irgendwelche blöden Leute ein, die irgendwas von, was weiß ich, Pinseln und so erzählen, wie man ein Blatt befeuchtet. Ja, und dann läuft das Ding so. Und ich kenne, es gibt in Köln so 5, 6 von diesen Typen, also so, wie heißt es nicht, Typen, so, ich sag das mal, Gebäudestrukturen, die sich auch so Akademie nennen für Malerei, für Kunst, für dies, für das. Ne? Und ich weiß nicht so, warum sich ein Verein Akademie nennt, ne? Aber das Du musst damit habe ich so, ja auch nichts zu tun, so. es Ich gibt einen kann dir halt ziemlichen nur. Kulturbruch zwischen der Welt, in der du da jetzt steckst, ne, und dem in der die stecken. Das ist Ja, also so. radikal different, ne? Und das ist Ja. aber auch gerade spannend, nicht? Weil die zum Beispiel haben so eine ganz langsame, gewissenhafte Art zu debattieren, zum Beispiel, ne? Also ich habe da eine Performance gemacht, die relativ entgrenzend war, so, nicht? Und danach gab es eine Diskussion, die fing dann da vor Ort an, die zog sich dann über die Straße, dann zog die sich also in die Küche des einen Veranstalters, nicht? Es war Literaturhaus in Halle, ne? Und das ging dann weiter, da wurde dann nebenbei noch was zubereitet und also ist eine ganz, ganz andere Art und vor allen Dingen ist da eine auch für mich am Anfang gewöhnungsbedürftig, so eine Art Würdehaltung da drin, ne? Die lassen sich da nichts nehmen. Also ich habe eine Ausstellung mit Leuten aus dem Bereich der visuellen Poesie, ne? Die haben dann also sich getroffen und dann haben die, auch wenn sie sozusagen vor Kollegen sich hinstellten und Arbeitsergebnisse präsentiert haben, haben die sozusagen eine andere Haltung eingenommen, ne? So. Und ich war ja so Düsseldorf, Münster, das war ja alles so Understatement und man lässt es also auch irgendwie so laufen oder also. Bilderrahmen waren also Igitt und so. Also das ist dann und da haben die wirklich eine andere Kultur, die aber sehr, sehr neugierig ist und mit der die auch wirklich versuchen, Situationen positiv zu verändern, nicht? Also zum Beispiel dieses Dorf, da gibt es natürlich Missstände über Missstände, nicht? Und an denen arbeiten die auch, ne? So, und diese Art, nicht? Nicht sozusagen in so eine
Also so das, was du da beschreibst, das wird bei denen nicht stattfinden können, ne? Weil einfach die Grundlagen völlig andere sind. Aber das ist auch geradezu sehr, aber auch geradezu spannend, nicht? So, also. Also ich will die ja nicht beleidigen oder so, ne? Es ist halt nur so, wenn ich meinem Kollegen sage, ich mache jetzt eine 30er-Serie so, dann zeigt er mir den Vogel, ne? Sag, für wen denn so? Ja, für wen denn? Weißt du? Ne? So Künstlergruppen, das ist so eigentlich für uns nicht interessant. Mehr interessant sind so, ja, wir haben eher mit, in letzter Zeit viel mit einem Softwareunternehmen zu tun, der heißt Heron. Da machen wir für verschiedene Sachen. Das ist mir da halt ein bisschen zu krass, dieses ganze Gerede, weil in letzter Zeit musste ich halt immer in kurzer Zeit gute Entscheidungen treffen. Und da führte dieses viele Gerede zu nichts. Du hast recht, ne? Das ist eine ganz andere Grundsituation, eine ganz andere Basis, von der man aus agiert. Und ich glaube, ich kann dir sagen, wenn ich so sage, das ist ein Use Case, ne, wie ich deine Sachen da oder eure Sachen als Gruppe fertigstellen kann sozusagen und dann wieder an dich zurückschicken oder so, Ja, das ist ist voll völlig kein okay. Problem. Kann Das sein, kann dass ich es machen. genau kommt. Also. Und das ist ja das ich weiß nicht, da muss man übers Papier sprechen und so. Das muss ich alles wissen, damit ich geile Sachen drucken kann. Ne? Damit ich echt geile Sachen drucken kann. Sonst, wenn das hier irgendwie so ein Japan-Papier ist, das so hin und her flattert, ne? Das kann ich schwer bedrucken, weißt du? Ich Naja, wird brauche es auch schon nicht. so Hardcore-Material, ne? Und das kostet halt leider auch alles, ne? Sind hohe Kosten, aber es sieht alles geil aus. Ja, das muss. Bräuchte ich so eine Art Tabelle und so. Es gibt auch andere Wege, viel günstiger, viel, wie soll ich sagen, legerer, so an dieses Ziel zu kommen, was dieser, ne, an diese komische Form, die man da beschrieben hat, so. Es gibt in Japan so eine Technik, die heißt Sashi irgendwas. Dann nimmst du einfach den Rahmen und legst ihn so auf die Flussoberfläche quasi. Und dann legt man das Papier drauf. Nee, der vorher kommt dann eine Lauge oder so. Und dann legt man das Papier drauf und macht so einen Druck damit. Und Genau, aber das das, wäre. ich kenne genau die Technik, das ist genau das gleiche wie Marmorieren. Das Ja. heißt, du machst, du rührst so ein Wasser mit so einer bestimmten Flüssigkeit an, du kannst auch Kleister nehmen und dann kannst du bestimmte Farben da drauf geben und das dann mit dem Papier abziehen. Also es sind so, ja, Marmorieren nennt man das eigentlich. Also ich kenne das als Marmorieren oder Blasenpapier oder wie auch immer. Kannst du ganz, ganz unterschiedlich, also gibt es verschiedene Herangehensweisen, so das herzustellen. Aber ich glaube, das meinst du damit, ne? Ja, genau. Und das ist in Japan so, glaube ich, Ja. 300 Jahre alt oder so, ne? Die Ja. machen das wie die Verrückten. Da kann man ja auch Serien machen, viel schneller, kostengünstig, weißt du? Naturbezogen und so, das passt, das ist auch so eine Aber Idee. ich sehe schon, ne, bei deiner ganzen Freude und meiner Freude, die ich gleich teilen kann, ne, sehe ich aber so, dass die Mundwinkel von Andreas gehen nicht runter, aber er hatte sich das irgendwie anders vorgestellt, glaube ich. Nein. Oder doch genauso. Nee, Ja, nee. dann machen wir Also so weiter. meine Vorstellung war im Grunde mit Kreisformen zu arbeiten, die also individuell und eventuell beidseitig bearbeitet werden können, so nach Gusto von jedem, der mitmacht, so. Und die man dann, also ich habe das mal gehabt, dass ich so Bierdeckel von beiden Seiten bedruckt durch die Gegend geschallert habe, nicht so. Und dann haben die sich so angesammelt zu so Mustern und Haufen, so zufällig. Und die Haufen war dann eben nicht wie die Pattern, dass sich das alles dann eben fügte, sondern es verdeckte sich. Es war auch nie klar, welche Seite nun oben oder unten liegt und so etwas. Und dann da hatte ich gedacht, also das wäre eine Möglichkeit, mit solchen Haufen zu arbeiten. Und dann wäre natürlich spannend, wenn man also solche Flugbahnen tatsächlich hätte oder simulieren könnte.
Nicht? Oder eben diese Schichtungsspiele, nicht? Also entweder indem alle Beteiligten Zugang haben und sich und eingeben, ne? Oder auf andere Weise, meinetwegen maschinelle oder wie auch immer, Meinst kommen du dann so wie die eben unter. Pattern? Oder wie, so wie diese Pattern? Ja, so wie die Pattern, nur eben rund. Ein Ja, so, Tondo. ne? Das nennt sich Rundbild, also Tondo. Und da kann man eben beide Seiten sehr unterschiedlich gestalten. Also ob man, ob die, also wenn man das jetzt körperlich macht, würde man die vorher bedrucken. Ich habe da Beispiele mit Copy Art gemacht mal. Und dann, oder man kann es aber auch simulieren. Na? So, und dann wird man also eben unterschiedlichste Muster, also auf die entsprechende Flächengröße bringen, variabel. Und dann kann man also meinetwegen eine Maschine laufen lassen, die diese Muster also immer wieder neu erzeugt. Ne? Jedes Mal eine Entscheidung zwischen beiden und der Ort, wo die dann jeweils landen und was sie verdecken. Nicht? Und die können auch sozusagen auf beiden Seiten könnten die eben auch, die könnten auch Text tragen. Also es ist dann ziemlich frei, was dann da sein kann. Und gleichzeitig könnte man eine Seite machen, wo tatsächlich also die Konzeptarbeit integriert ist, also dass man also das, was wir jetzt hier alles überlegen und wo uns hinbrabbeln, dass wir das also, kann ja also ein Resümee geben zum Beispiel dazu. Und das wird dann also dann eben irgendwann mal gedruckt und wird dann Teil dieser Almanach-Geschichte. Also ich habe da schon ganz ziemlich auch krass abweichende Sachen eingebracht, die auch auf einem anderen Papier als so das übliche handwerkliche Papier gedruckt waren und so. Und wurde auch also nicht rausgeworfen, sozusagen, im Gegenteil. Und also man kann da auch relativ weit gehen. Und wenn du sagst, also du hast da Maschinen, die so etwas durchführen können, ich kann mir das jetzt noch nicht vorstellen, aber man kann dann eben auch sehr präzise zusammenarbeiten, indem man eben die Parameter bestimmt. Nicht? Muss man gucken. Also das ist so eine Vorstellung, die ich hatte. Das wäre dann sozusagen so das Modell Haufen. Ein anderes wäre, dass man also bastelt, in dem Sinne, dass also tatsächlich etwas aus sehr unterschiedlichen Gegenständen, Materialien zusammengefügt wird. Und man aus dem heraus Bildmaterial und Pläne und was auch immer generiert, das wäre noch eine weitere Möglichkeit. Oder man kann auch Hierarchie spielen. Also so gibt es verschiedenste Möglichkeiten, so zu gucken, was ist irgendwie diese Kooperation, wie drückt die sich aus, welche Möglichkeiten hat man, das zu protokollieren, zu übertragen, sichtbar werden zu lassen, gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, so Soziogramme zu zeichnen. Ach, keine Ahnung. Also ich bin da sehr, sehr offen, aber es ist eben sozusagen ein Fakt, dass es nachher in diesem Format gedruckt in ein Buch, ein buchähnliches Ding eingebunden wird. Ne? So, In ein mit Jahresbuch. in ein, genau. Und Aber das wir dann sind jetzt, eben. eigentlich sind wir doch schon total fertig. Ich finde das total super. Wir haben Ari Ja, ich habe druckt jetzt erwartet, dass ihr alle sagt, Andreas, das muss man erstmal nochmal genau sehen. Dieser Begriff, der stimmt nicht. Und da müssen wir jetzt mal ganz schräg zu. Also fertig sehe ich das Ganze noch nicht, weil ich das auch erst angefangen habe zu überdenken oder praktisch zu machen. Nicht? Also so, genau. Das sind auf jeden Fall ist das so meine Vorstellung. Vor allen Dingen, wo für mich also die Frage ist, wie drückt sich in einer kollektiven Arbeit, sozusagen, wie macht man es, dass der Einzelne nicht verloren geht? Also sozusagen vom Produkt später verschluckt wird. Ne? Da war ja irgendwann mal, die Pattern war ja eine Lösung. Hier wäre das so, dass es also eine etwas spannungsreichere Sache ist, weil dann eben immer auch Absichten und Gestaltungsmodi von jemandem verdeckt werden, nicht? Und nicht unbedingt wieder auftauchen. Und es gibt ganz viele Entscheidungen, die da noch nicht getroffen sind. Deswegen also mit fertig wäre ich jetzt selber vorsichtig und würde auch gerne ein paar Sachen geruhsamer angucken. Aber so, das ist sozusagen meine Grundidee gewesen, nicht? Und da kann man also natürlich noch rumbasteln. Ich sehe keinen Widerspruch dazu zwischen deiner Welt, dass das Ding aus deiner Welt in die andere wandert oder
wenn man nachher merkt, es sind gar nicht unterschiedliche Welten, und sondern es gibt eben tatsächlich tragfähige Bänder dazwischen, auf denen Sachen wandern Nee, können und nee, so. nee, da hast du ja auch recht, so, ne? Nur das ist so, das ist halt eine Production Line quasi. Genau. Und da bin ich am Ende dran, als derjenige, der dann irgendwie, ja, das materialisiert, ne? Wie es da so schön steht, auf Aber das du, Papier. nee, das Und sehe die ich nicht so. Zwischenschritte und all eure Überlegungen und so, die gucke ich mir nur an. So, wenn ich Zeit habe und Lust, mich damit auch zu beschäftigen, sonst Du brauche hörst ja ich hier das bei ja nicht, ne? jedem Ich brauche fast. eigentlich nur eine Idee und ne, eine Tabelle, mehr brauche ich gar nicht, ne? Du Also willst ich ja. mache da wenig Stress, Ja, ne? Mehr brauche ich also nicht. vor groß Stress habe ich jetzt auch, möchte ich eigentlich. Also die Sache ist, also nein. Aber wenn du auf diese Weise involviert bist, ne, dann ergeben sich daraus ja auch Verschränkungsnotwendigkeiten. Ne? Du brauchst bestimmte Sachen. Andererseits können wir von dem, was du kannst oder anbietest oder wo du auch Ideen, können wir Ideen reinholen in unsere Art zu arbeiten und so, nicht? Also, ja. Aber Andreas, Muss ich man gucken, verstehe, dazu darf also der Kunde. der Rahmen ist doch super. Jetzt kannst du doch, jetzt, also ich finde, der Rahmen ist super. Es ist doch ganz klar, wie viel Stück, der Termin steht fest und es soll doch ergebnisoffen sein und es soll doch frei sein. Und Ja. also ich habe schon reichlich Ideen, wie ich das irgendwie gestalten kann und machen kann. Und ich würde das dann Arik senden. Und Arik sendet das dann irgendwann zu dir. Und dann hast du das alles und dann kannst du das alles Thomas Blase geben. Und es ist dann auch noch handsigniert und all diese Auflagen. Ja, das kann ich nicht machen, die Signatur. Nee. Das muss dann alles Müssen Andreas wir machen. handeln. Ne? Müssen Und genau. hier, da steht denn da noch, da standen dann noch irgendwie was mit dieser speziellen Form so. Die kann ich Genau. nicht besorgen. Ich kann nicht, ich habe so teures DIN A2 Papier, DIN A1 Papier, DIN A3 Papier, das kann ich nicht zerschneiden, Jetzt nur hör doch mal damit auf. 3 Zentimeter länger ist, so. Das kann ich echt nicht machen. Das müsst ihr irgendwie alles irgendwie besorgen oder so, weil, ja, wie ist halt, ich finde das halt blöd, ne? Die wollen halt ein ganz bestimmtes Format, die haben so eine Idee und so. Und alle müssen so das einhalten und so, ne? Das finde ich so. Aber Deshalb das kann ich halt nur am finde ich Ende auch. so ein Punkt sein, der es einfach da drauf bringt und fertig. Weil so, ja, mehr kann ich so irgendwie im Moment nicht bieten, ne? Das nur, das kann ich, also ich kann drucken wie ein Weltmeister, ne? Ich kann auch so Ideen beisteuern, aber wenn da jetzt irgendwie hier so ein Dr. Blase kommt und sagt, nee, das ist nicht in Ordnung und ah, Das ist kein ne, dann Doktor. ja, ich glaub's jetzt Was so, das hier das klingt immer so, vorstellst, ja, das klingt immer so hier, Herr Dr. Blase, ne? Ja, weiß nicht. Ja, das ist so mein erster Input, den ich so geben ey. kann. Und den Rest brauche ich eigentlich von dir oder von der Birgit oder wem auch immer hier dann teilnimmt, Informationen so, Ich wenn dieses Google brauche Docs aber auch, bleibt. was für Papiere hast du denn da, die so irre teuer sind? Und Ja, ist das es dickes gibt so, Material, ist das dünnes, ist das eine ja, das sind so Kunststoffanmutung oder? mindestens 300, wie heißt das? Ah, ja, da gab es so eine Art. Das Gewicht ist 300er, ne? Ja, genau, Na, aber schon 300. mal gut, ja, Das super. ist Das ist ein alles so ziemlich schwer wird ziemlich. und festes und dickes Papier. Das ist ja schon kurz vor Karton. Ja, genau, Ja, das ist voll okay. so stabile Sachen halt. Und die, so eine Rolle davon in DIN A2 kostet schon hier 100, bla bla bla, 180 € oder so. Und das, für mich ist das cool, weil ich kann das direkt so in die Maschine, so an die, unter die Maschine quasi legen. Das ist genau die richtige Größe. Ich habe keinen Verschnitt, ich habe gar nichts so. Ne? Für mich passen die ganzen Maßeinheiten so von Bösner und Gerstecker und diesen ganzen Shops. Und jetzt hier mit 33 Zentimeter, Junge, wie willst du das irgendwie besorgen? Ne? Da musst du ja,
Das ist ja irre teuer. Ne, irre teuer, wenn man sich so Sachen zuschneiden lässt, ist es schon irre teuer. Wenn man Also ich Papier habe selber hier. verschneidet, ist es teuer, weil man Verschnitte hat und so. Ne, das sind ja hier 31 Zentimeter. Und DIN Also A3 ist ich ein Zentimeter zu kurz. habe hier einen A3-Drucker, und der hat, also ich hab ja schon dieses Format selber gedruckt. Das ging mit dem A3-Drucker ganz hervorragend. Also es war jetzt nicht so, dass ich da, also ich hatte Verschnitt an der Kante, ne? So, ich muss mir das auch nochmal genauer ausrechnen und hinlegen. Aber ich habe ja schon, also das ist jedenfalls nicht so unglaublich unmöglich, ne? Sondern das kann sein, dass du da Aber es gewohnt passt, bist. Also aber es kann gar nicht passen, weil ein DIN A3-Format hat 29,7 mal 42 Zentimeter. das hat aber gepasst. Ja, aber Ich frage. 31 passt nicht. Da hat Warte mal, ich Ari hole schon mal eben. recht. Ich Ja, hole das mal ist eben. halt irgendwie eine. Ich drucke immer einen Zentimeter kleiner, damit ich bei einem DIN A3-Blatt so einen Passepartout-Überschnitt habe. Aber so mit 31, da Diese brauche ich mich 9 schon. von, das ist, also das ist ein A3-Format, Ja, genau. die Norm. Nämlich 29,7 mal 42 Zentimeter und Ja, ich verstehe schon, der will damit Buchbinderei machen und so. Der genau, braucht diesen der will Überhang. diese 3 Zentimeter haben, um da die Bindung zu machen, diese japanische Bindung, um das da zusammenzunähen. Ich nenne das jetzt mal so, zusammenzunähen. Ja, da brauche ich halt so ein Spiel, also das brauche ich einfach nur die Papiere und so. Ja. Also, ich kann für euch nur so den Prozess der seriellen Fertigstellung übernehmen. Ja, Aber das ist ja, doch toll. Das ist doch schon das war es total aber auch, viel ne? zugesagt. Also ich meine, ich finde das unglaublich viel, denn dieses serielle, also so ein Unikat anzufertigen, geht sehr schnell, aber das wirklich dann in Serie zu bringen, das ist cool, wenn du das dann vervielfältigen kannst. Also das Weil hier habe das ich ist. selber gedruckt. Na, diese Seiten. So. Und das ist so ein ganz smoothes Papier. Das habe ich natürlich gekauft. Ja, das war auch nicht ganz billig. Und ja, diese 3 Zentimeter, die da ran sind, die sind hier sozusagen reingefaltet. Ne? Hier ist ja sozusagen so eine Nähnaht. Ne? Und hier diese 3 Zentimeter, die sind angegeben, dass man die freilassen muss, damit die hier geheftet werden können. Ne? So ist das. Und das, was ich hier eingegeben habe, das ist also alles computergeneriert und ist also genau. Ich wollte nur sagen, und das ist hier auf meiner Maschine, hier dem Epson Schurkala P600 gedruckt worden. Der ist jetzt im Augenblick ein bisschen lediert und ich verspreche mir auch mehr davon, wenn man das sozusagen abgibt, so wie jetzt meinetwegen zu dir. Nur ich kann auch noch mal richtig ausmessen, wie viel das hier jetzt genau ist. Ach so, das nennt sich auch nicht A3, sondern A3 Plus. Das Format nennt sich A3 Plus. Das ist also etwas größer und deswegen hat es dann gepasst. Das fällt mir jetzt auch noch ein. Ja, auf Das. jeden Fall brauche ich von irgendwem eine Kiste mit dem Zeug und dann kann ich es bedrucken. Ja, also mehr weiß ich gerade auch nicht zu sagen. Gut. Außer ich, ja, wenn dieses Google-Dokument bestehen bleibt, dann gucke ich manchmal auf dieses Dokument und ja. Und ja, bist ja beim Kunstdruck ab und zu dabei, dann kann man ja auch Kontakt halten. Ja, Also. wenn zeitlich passt, dann bin ich gern Genau. dabei. Aber zum Beispiel das, was du da immer einspielst über dein Bildmosaik da, ne? Sind ja auch durchaus Dinge, die dann also sich wiederfinden können im Inhalt. Ne? So.
so dass du also durchaus auch in die Gestaltung der und so Oberflächen. Ich weiß nicht, ob das jetzt dann irgendwann Kreise sind oder das ist alles unklar, aber war nur so ein Beispiel. Aber Und Kreise, die gehen schnell. Wenn die ich gehen von euch schnell, so 30 effektiv, ja. Vorlagen habe, zum Beispiel, dann kann ich die mir als SVG-Dateien umwandeln lassen. Dann kann ich Kreise drucken. Das dauert nicht lange. Also pro Kreis 15 Minuten maximal. Ja, Ja, ich habe auch aber. gedacht, dass man die Kreise sozusagen, sozusagen simuliert hat im Computer als 3D meinetwegen. Und wenn man ihnen dann das Fliegen oder das beibringen kann oder dass man sie selber hinlegen kann und so, dann wäre es ja auch einfach möglich, dass man diese Kreise immer hin und her legt. Dann irgendwann macht man ein Foto davon sozusagen und dann schneidet man das virtuell zu und dann hat man also eben so eine Seite. Ne? Also man kann aber auch Kreise haben, die man zusammenklebt und nachher mit dem Lineal auf Format bringt. Das ist auch möglich. Und also die Art, wie das Ganze jetzt wird, ist eben noch offen. Ne? Aber Ja, dass es aber da kann seriell ich wird. leider nichts so machen, weil das sonst zu viel Arbeit ist, die ich nicht in die Sau stecken kann, sozusagen. Ja, aber Da kriege ich Ärger mit meinem Kollegen, der hat ja auch ach recht, so. ne? Der hat ja auch recht quasi, ne? Ja, wenn ich mich jetzt hier mit so Gestaltung beschäftige, dann, ja, dann ist es so too much. Also das Also mit dem Drucken, das ist voll kein Problem. Das so, wir kann haben ruhig das was Handwerk komplexer bestimmt. sein, ne? So Kreise gehen für mich 15 Minuten, also schneller, ne? Da alles so DIN A3 mäßig, je nachdem, ob das hier mit adaptiver Triangulation oder so ist, dann kann es auch mehrere Stunden dauern, weiß man ja nicht. Hängt davon ab, was ihr so entwickelt. Dann kann ich da Aussagen drüber treffen. Okay. Ja, das ist Ja. auch schon mal gut, wenn wir da Ideen oder Vorstellungen haben, dass wir dann mit dir in Kontakt treten und dann gucken, wie weit das machbar ist oder variiert oder verändert werden muss und sowas nicht. Das ist das schon mal ein gutes Angebot. Also es ist mehr, als ich jetzt sozusagen erwartet hätte. Also, und wenn du sagst, aus der Gestaltung bist du da raus. Also ich weiß ja, wie du Ja, weil auch ich da über so deine viel, Arbeiten. wenn man da so viel reden muss dann mit anderen, ne? Das ist halt auch so in diesen Künstlergruppenkonstellationen, da muss man sich auf etwas einigen, so. Du sprichst mir aus dem Herzen, Achim. Und dann Und ich einigen die bin halt sich eher da so, nicht ich oder so, streite oder? mich dann halt auch, weißt du? Ich bin mir da sehr, sehr, ich bin da sehr, sehr schwierig. Was das Drucken angeht, bin ich sehr, sehr einfach. Weißt du? Ja, also ich bin nicht dagegen, dass du dich schützt und sagst, also du kannst nur das, dann ist das ja eben okay. Also ist genau. Dann kann man also bei dir, dann würde ich mich entsprechend auch dann bei dir melden, oder wir würden uns bei dir melden, wenn wir dich dann entsprechend brauchen. Ne? So. Ne? Ja, Aber ich wann würde ist das gerne denn noch ein so? bisschen reingucken, was September das oder für. was? Ist das dann im September. September oder was? Ja, bis September soll das fertig sein. Ja, für mich wäre am besten so, ich kann ja mal nach einem Datum gucken, wann zumindest, das ist wahrscheinlich so August, Juni, Juli Bereich, wo ich wahrscheinlich besser Zeit habe. Ja, das kriege ich wahrscheinlich je nachdem, wie komplex das ist, was ihr so euch vorstellt, kriege ich das auch an einem Tag hin oder an 2 Tagen, weil Kreise und Quadrate und alles, was so geometrisch ist, sage ich mal, ist okay, ne? So, das ist kein Problem. Wenn das jetzt aber so irgendwie, ja, hochdetaillierte Porträts sind von irgendwas, ne? Und wenn so die Color Separation, die Farbgebung auch so komplex ist, dass ich die nicht nachstellen kann, dann, ja, Mann.
Was aber schön wäre, Arik, wäre, wenn du sozusagen aus deiner Arbeitssituation heraus so ein paar Handyaufnahmen schicken könntest, damit ich mir vorstellen kann, wie du da lebst und arbeitest. Ja, Der im hat ja Moment aber ist da schon nicht viel. veröffentlicht. Wo hat er denn? Auf Wie ist er? Twitter, auf Twitter und auf Facebook. Auf Facebook sind viele von dem Gebäude und seinem Ach so, dann gucke ich da Arbeitsplatz. mal. Ja, ich bin bei Facebook, bin ich praktisch raus. Ich habe so wenig Kraft und Energie im Augenblick, dass ich also so die ganze Serie der Briefkästen, die ich eigentlich habe, gar nicht mehr wahrnehmen kann. Nicht? Ja, Deswegen, das dieses tut mir Twitter leid. geht Ne? mir auf den Keks, weil ich da auch keinen Satz formulieren kann. Wenn ich da einen Satz schreibe, sind die Zeichen da alle aufgebraucht. Da muss man so untereinander twittern seinen Satz. Da habe ich gar keine Lust drauf, ne? So kann Okay. ich noch nicht sprechen. Irgendwie. Ja, so sind Naja. die Vorlieben und die Geschmäcker ja sehr verschieden, was die einzelnen Ja, Plattformen genau. angeht. Ja. Und man kann das auch alles, ja, es sind ja unterschiedliche Umgebungen und unterschiedliche, ja, man kann schon fast sagen, immer so kleine, was sind das denn so? Ja, so eine Umgebung eigentlich, sehr unterschiedliche Umgebungen. Ja. Oder die werden unterschiedlich, von mir werden sie unterschiedlich aufgefasst. Ich weiß nicht, ob andere das auch so sehen. Weiß nicht, Twitter ist jetzt hier bei uns immer sehr im Fokus gewesen, weil darüber so sehr die Dynamik entstanden ist für diesen Kunsttalk und er nicht so aus Facebook kam oder von Da ging es ja auch nicht LinkedIn oder darum, lange Texte Instagram. zu Das sind ja eher so, machen. ja, es war jetzt einfach so, wollte ich nur so gesagt haben. Genau. Ja, kommt Ja, jetzt jemand noch hinzu? Oder? eigentlich sollte Nadine aufgetaucht sein. Jetzt haben wir schon 19:30 Uhr, also 19:30 Uhr. Und so ihre, dass sie sagte, also hier toll, Donnerstag 19 Uhr ist gut. Das hat sie jetzt erstmal nicht eingehalten. Ich weiß auch nicht, in welcher Situation sie ist. Also von daher kann das auch daran liegen, dass sie nach der Arbeit so erschöpft war, dass sie jetzt erstmal geschlafen hat oder und jetzt keine Ahnung. Ich bin da nicht Also ich drin. merke nur gerade so, ich merke so, bei mir steigt so ein gewisser Druck. Oder so formuliere ich das mal als Druck. Weil, also ich würde auch gerne was drucken, ne? Ist ja, hat Arik ja auch angeboten, dass das gedruckt werden soll. Ich habe die ganze Zeit schon gedacht, ah, ich mache sowas, ich habe noch so eine Radierung als Tondo, das mache ich nochmal, das kann ich nochmal, die kann ich nochmal nutzen. Und dann könnte man das kombinieren mit diesem Japanischen, mit dem Marmorieren. Und so, und ich denke dann einfach, ja, ich würde dann irgendwie jetzt dann gerne anfangen. Und damit das dann auch hier zu Juli da ein super Resultat gibt. Und Ich kann mal. dann denke ich einfach, hallo, da komme ich, das muss ich ja jetzt hier allein für mich machen und auch für mich arrangieren und so weiter. Und dann ist es einfach, wollen wir das so machen, dass wir wie so Puzzleteile, also die Seiten so zusammengeben, dass sie einfach so abgeheftet werden? Oder wie soll das denn zusammenkommen? Also Komm mit mal. das an für sich, ich meine, das mit Arik ist ziemlich klar, der hat das ziemlich klar gesagt, was er machen möchte. Ich habe mal ein paar Fotos gemacht von diesen Kisten, die ich da noch habe. Aber es ist irgendwie, muss man schnell durchblättern, was ich da habe. Ich habe nicht viel aufgenommen. Eigentlich habe ich auch einen Film gemacht. Jetzt ist aber vorwiegend das rote Buch. Das ist auch, naja, also es war damals, also gab es keine elektronische Welt für mich. Scheiße. Nee, mach das nicht so, wie ich das will. Und außerdem stört mich hier das. Ach so, das Fenster ist das jetzt. Guck mal, ob da der Film war, ist. Weiß ein bisschen von mit nach hier, das nehme ich nochmal. Ja, aber wieso gehen wir nicht von deinem Impuls aus, den du ja reingebracht hast, Ja, das ist von der der, das ist kein. Negation zum Positiven und dass jeder sich dann mit diesem Positiv und Negativ irgendwie
Dass man das wie versucht, anders anzugehen als in Gegnerschaft oder Ja, das sind runde Pattern für mich. Das sind, also echt, Andreas, Entschuldigung, das sind fast die Motive, die du als Pattern ausgestanzt hast. Und das wären jetzt einfach runde Pattern für mich, ja, statt das den anderen, den ist ja auch. vogelartigen Pattern. Und auch mit den vogelartigen Pattern ist es ja, da gab es eine Spitze, da gab es Flügelteile, die aneinander passten, aneinander sich fügten. Und auch da, was die Zusammenarbeit angeht, habe ich da ja relativ viele Pattern, dir eigentlich sehr viele Pattern gesandt. Und dann hast du ja das genommen von Bernadette, um das dann auf der Homepage so zu illustrieren, das Ganze. Ist ja nicht fertig. Ich bin Was doch ist nicht nicht fertig? unendlich, Was ist weil du unendlich? dich darüber beschwerst, dass ich das jetzt von der Bernadette genommen habe. Nein, das ist keine Beschwerde, das ist nur eine Feststellung. Ja, aber das ist ja nicht, das geht ja weiter. Ich weiß gar nicht, Nein, was es du geht da. doch auch darum, das Zarte auszuloten. Und Ja, wenn, ist ja okay. also ich meine, wenn man dann was macht, ja, wie kommt das denn dann zusammen, indem es irgendjemand zusammenfügt? Und in diesem Sinne ist es ja eigentlich Thomas Blase. Warum wird nicht einfach Nein, gesagt? der führt, der bringt nur die Blätter zusammen. Die sitzen dann da und da kriegen dann Stapel von, immer 31er Stapel von Originalgrafiken allerlei Künstler. Also 10 haben sie sich vorgenommen, offenbar. Die werden dann eben in so einem Buchbinderprozess, werden die dann zusammengeheftet, dass dann also so ein Ding, dabei, so eine Grafiksammlung dabei rauskommt. Wir schicken denen nur sozusagen fertige Seiten. Und wie die Seiten Warum sagst du denn entstehen. jetzt nicht einfach, dass jeder, du teilst es auf, wie viele Seiten jeder machen soll, dann machen wir die Seiten und dann kriegen die die und dann darf Thomas Blase das zusammenbinden. Ich Also meins von weiß, 31 Seiten, das ist ja keine, das ist für mich keine Kooperation. Das ist ja nur die Wiederholung von dem Almanach-Muster, nachdem es da erstellt wird. Es geht ja darum, dass das, was auf den Seiten ist, dass das kollaborativ erstellt wird. Das geht ja ja, nicht aber so. dann ist es, dann würde ich empfehlen, dass du hast ja diese 30 Papiere wahrscheinlich schon, Nee, habe ich nicht, habe noch gar nichts. dass du damit schon anfängst und dass du den an jemand anders sendest und zurück, zum Schluss wird das an Arik gesendet und Arik druckt das. Dann hat das jeder in der Hand gehabt, was dazu getan und das ist auch echt super. Ich meine, zwischendurch können wir uns hier in so einem Live-Meeting treffen, ich meine Zoom-Meeting. Und das besprechen. Und ansonsten ist das, dann ist das eine Kollaboration. Ja, das ist ja so wie gemeinsam sich um den Tisch setzen und den Tisch vollkritzeln. Also von allen Seiten. Das hatte ich ja mit Gottschlich, so dass man das also. Ah, du möchtest eine neue Form der Kooperation finden. Ja, genau. Oh, das hättest du auch gleich sagen können. Ich denke. Dann weiß ich ja alles nicht, das entsteht ja sozusagen erst in der Argumentation, wo das hingeht. Und dann Ja, dann würde ich einfach müssen wir sagen, dann aber nochmal. es geht nicht, es geht nur im Austausch, es geht nur im Hin und Her. Weil Ja. über diese Distanz, also ich fahre jetzt nicht nach Lüneburg, um mich mit dir an einen Tisch zu setzen, um das Ding zu gestalten. Ich würde dir empfehlen, oder ich möchte einfach, weil Arik hat sich so klar geäußert, was er machen kann, was er bringen kann und was nicht. Und so mache ich das jetzt auch. Das finde ich irgendwie ganz passabel, ganz stimmig für mich. Du schickst mir irgendwie diesen Anfang. Ich mache dann weiter, scanne das wieder ein oder fotografiere das oder wieder, schicke dir das dann wieder. Dann schickst du mir, das kann doch immer so hin und her gehen. Ja, ich okay. Also ich habe kein Problem mit Kollaboration, eigentlich so. Ich mache das eigentlich ganz gerne. Und ich würde jetzt auch schon echt, vielleicht bin ich zu sehr auf dieser, da was jetzt dazu machen zu wollen, auf so einer praktischen, vielleicht bin ich da einfach zu sehr auf die Praxis bezogen. Weiß ich nicht, ich würde das einfach.
Weil ich Ja, ich merke, weiß, dass mich das wird dieses so ein Darüberreden macht Mail-Art-Projekt mich sogar. total nervös. Es macht mich extrem nervös, weil wir seit, wir wissen doch seit Jahren, dass wir zusammenarbeiten können. Ja, das wissen wir. Ich merke, dass mir das, also, okay, also ich mache dann nochmal einen etwas ausgefeilteren, komplexeren Vorschlag oder so. Und also ich finde, das Hin- und Herschicken finde ich, das ist Das geht gar nicht, oder wie? langweilig, genau, finde ich nicht gut. Ich hatte mir vorgestellt, dass das also als auch sozusagen im virtuellen Raum sein kann, dass also man sich Aber wie willst du denn überlegt. einen virtuellen Raum auf ein Papier drucken, damit das in dieses Buch kommt? Ja, so wie Leute, das wäre dann so, dass einfach das, was auf dem Bildschirm ist, dann umgesetzt wird, eben auch noch über eine Druckmaschine auf so ein Format. So ist ja auch hier das hier entstanden. So dass ich also, dass mir also sozusagen dafür zusammen konstruiert habe, dass es dann nachher gedruckt wird. Ne? So. Also ja, ich weiß jetzt nicht mehr. Im Augenblick bin ich, ja, man kann das auch so machen. Vielleicht bin ich da, vielleicht war ich jetzt zu, weil wir haben noch jetzt schon diese, wir haben auch wirklich total diese intensive Erfahrung schon gemacht mit diesem Pattern. Auch mit dem Miro-Board, die Pattern zu verschieben. Jeder hat Pattern gestaltet. Du hast sie dann in diese Petrischalen gelegt, falls du dich noch erinnerst. Und, ne? Und ich habe dann irgendwie Texte dazu geschrieben und habe das auch auf diese Website Kunst der Kunsttherapie gemacht und. Also da hat es ja viel Kollaboration in dem Zusammenhang gegeben. Schon seit diesem, also da, das wird mir dann, da war es ja am stärksten mit dem, dass es so konstruktiv zusammenkommt. Und dann ist es ja weitergelaufen wie so ein Band. Und das, was du jetzt sagst, ja, da habt ihr dann um den Tisch herum gesessen und von verschiedenen Seiten habt ihr euch der Sache genähert, das möchtest du nicht mehr. Das, einen Raum eröffnen, in dem was machen. Also ich kann das nicht mit diesen Computerräumen, also ich finde das auch, ich kann das nicht. Es ist auch nicht, also ich möchte das auch nicht. Es ist auch nicht meine Welt. Ich mag die Ästhetik nicht so. Ich würde lieber, ja, so mit den Händen, ne? Ganz mit dem Material arbeiten. Das passt ja auch gut zu dieser Sachsen-Anhalt-Geschichte. Und ich finde, so mit der Allmende und dem Ganzen finde ich das passt, also für mich passend. Ja, okay. Muss ich drüber nachdenken. Irgendwie Matze hat sich hier die ganze Zeit auch, hört noch zu wahrscheinlich. Ja, aber da, Oder ja, aber nicht? vielleicht so, ja, ne? Er hat vielleicht schon. Hm. Okay. Also ich habe mir vorgestellt, dass also ein konstruktives Ineinander von unterschiedlichsten Bildelementen und Herangehensweisen so organisiert wird, dass man dann unter anderem auch die ausdrucken kann. Und das aber zum Beispiel so, dass wir jetzt hier also reden und das sozusagen mit dazugehört und dass also im Grunde um dieses Projekt herum eine eigene Welt noch entstehen kann. Aber Also ich ich meine, war auch nicht ich sage es klar und einfach ich mal, wollte es auch nicht vorgeben und ja, ich finde es einfach, dass wir total kooperativ, kollektiv, wie auch immer mit dem Kunsttag umgehen. Da gibt es so viele super tolle Beispiele. Das, eins der besten Beispiele finde ich zum Beispiel, Matze hat das mit diesen blauen Erdbeeren aufgenommen, hat er halt diesen weißen Raum gestaltet mit den Gläsern und so weiter in barocken Sachen. Dann hat er das, hat er Pattern-Bilder genommen und hat die verperlt. Das heißt, hat da so raus kleine Perlen gemacht, die gelaufen sind und also das umgewandelt. Also da gab es viele
Dinge im Rahmen des Kunsttalks und ich eigentlich, der dreht es sich ja wirklich um das Kollaborative, das kleine rote Buch, was versandt worden ist, das kleine Gemälde, Ja. das mal wieder reinkommt und die Pattern und Homepage-Entwicklung und wie bloggt man und das alles. Also da gibt es gibt doch sehr viele Möglichkeiten und jeder von uns hat doch eigentlich andere Zugänge dazu, aber macht es das schon, dass das immer wieder irgendwie zusammenkommt. Wir Ja. treffen uns ja nicht nur auf Twitter. Ja, soll ich mal Ja, super, kurz du eine hast es ja Einschätzung die mal ganze sagen? Zeit. Also, was soll entstehen? Was ist das Hauptding, was hier jetzt entsteht? Also theoretisch entstehen, ich sag mal, ich mache jetzt mal hier einen aus organisatorischer Sicht. Was ist das, was entstehen muss, Andreas, für dich? Du brauchst dieses für diese Kunstakademie. Was brauchst du da? Am Ende kommen 2 A4 Seiten raus? Ja, etwa 2 A3 Seiten. Also ist ja das, A3 Seiten, 2 A3 Seiten also kommen hier so raus, weil das dieses, dieser Almanach wird, ja? genau. Okay. Also, das ist erstmal das, was mindestens entstehen muss. Genau. Also so ist so Ich, ein da Beispiel, da das wäre ist es ja schon so, da. ich mach mal, das wäre ja so, das würdest du auch alleine im Zweifel machen, ne? Wenn es jetzt hier so ein bisschen, ne, wenn es schwierig wird oder was Ja, auch aber immer. nicht unter So. dem Motto Kooperation Genau, natürlich. genau, genau. So, aber erstmal so, das ist sozusagen das, was da entstehen soll und das würdest du so oder so auch, ne, würde verfolgt werden, in welcher Ja. Form auch immer. Und wenn die Kooperation daraus besteht, dass du dich mit Birgit darüber abstimmst, sage ich mal. Ne, komm mal. Also ich reduziere das mal gerade ganz tolle. Ja, So. okay, Und gut. nur um das mal so mal ein paar Aspekte hier aufzubringen. So. Wenn man jetzt dazu etwas noch macht, dann ist das meines Erachtens, nur mal um das abzufragen, ob das dann auch so geteilt wird, wenn man noch etwas dazu macht, dann ist es auch wirklich obendrauf, ne? Also man druckt selber nochmal Sachen oder man macht noch eine Webseite oder dieses Dokumentarische, was ich ja selber auch gesagt habe, ne? Im Sinne von, Ja. man redet drüber oder zeigt, wie es entsteht und so weiter. Das ist dann dazu, aber nicht zwingend notwendig. Ja, ist aber so wie die Notierung zur Musik. Na, das heißt also, meinetwegen, du hast eine komplexe Improvisation und die wird von irgendeinem Aufnahmegerät oder von jemandem, der das Gehör hat, dann nachnotiert, ne? So, und der sagt dann, okay, das drucken wir dann auch. Aber für mich ist also das Wesentliche diese Arbeit daran, was soll da inhaltlich und formal und möglicherweise auch eben organisatorisch entstehen, ne? So. Also es geht für mich, also das eigentliche Werk ist die soziale Plastik und die Idee ist eben, dass gerade weil also so eine entsprechende Praxis schon vorliegt, man eben mit dieser Praxis eben auch kommen kann. Ne? So. Ne? Das, so war die, war so der Impuls, dem ich dann gefolgt bin. So. Aber für die, nochmal zurück, für die Akademie ist wichtig, dass diese 2 Seiten entstehen, die Ne, für man die dann als. Akademie. Ja, das Thema ist ja Kooperation, auch Ja. Kollaboration, ne? Genau. Aber für die Akademie, nochmal, für die Akademie ist wichtig, dass die am Ende ein Nachher PDF das kriegen, vorliegt. ein PDF kriegen, ja, Genau. wo 2 A3 Seiten drauf sind, was sie in ihren Ding da reindrucken Ja, können. Wie das entstanden beziehungsweise, ist, wie das entstanden ist, ist denen Banane also eigentlich. jeder druckt seine Seiten selber. So. Du musst ja die Das 30 heißt, Seiten hinschicken. ich schicke die 30 und die Seiten hin. binden das dann. Und die binden das dahin, genau. Coole Aktion, ne? Ja, von 10 Leuten, 30 Seiten, ja, das lässt sich immer machen. Das sind, aber warte mal, wie machen die das denn? Okay, du schickst Einzelseiten hin und sie machen das so, setzen das dann noch. Nee, aber du schickst dann 2 Seiten hin. Aber Ich schicke musst dann, so, würde zum also Beispiel, wenn der, 60, also du schickst am Ende 62 Seiten hin. also ich habe, man kann also Weil du zwei kannst oder ja eine eine Seite. Doppelseite, hast ja quasi nur in der Mitte, wenn man es bindet. Ja, nee, ich habe hier eine, das hier ist es nur eine. Also hier ist es sozusagen diese Seite, ne? Also wenn man sparsam sein will, dann macht man eine und man kann aber notfalls auch 2 Seiten machen. Denn dann würde man hier 2 Blätter haben, die beide eine weiße Rückseite hätten. Ne? Also hier die weiße Rückseite und ist dort dann auch Das ist für die dann okay, signiert. ja? Genau, das machen wir Okay. alle. Ja, okay. Das Also heißt, hier man gibt schickt, es ja, okay, das verstehe ich. Also es ist jetzt nicht so kontinuierlich, weil ich stelle mir den Prozess des Bindens gerade vor.
und was da passieren würde, müsste. Und um es binden zu können, brauchst du ja aber eine Doppelseite. Ja, die nähen das zusammen. Die nähen das zusammen. Ja, Okay. genau. Also Ja, hier ist so. warte, Matthias, braucht mal ein Auge hier. Deswegen sehe ich jetzt vielleicht mal ein bisschen komisch aus. Die Okay, binden gut, das ja. da. Also die nehmen Ja, dann, wenn okay. du 30, es werden dann 30 Bücher, die nehmen dann die einzelnen von den unterschiedlichen zusammen und machen daraus ein Buch. So. Also die Eine werden oder genau jetzt, hinguckst. also und zwei Seiten werden es, wenn man auf der einen Seite den Platz nicht reicht, ne? Und so Ja, man kann weiter. das genau, kann man so, man kann also sagen, die eine Seite ist Text mit Konzeptdarstellung und was weiß ich, Verquickungen mit dem Internet oder was auch immer, wie auch immer. Und das andere ist sozusagen variabler Ausdruck, Ja, ne? aber es ist mal gut, Sozusagen. dass ich das, jetzt habe ich das auch mal verstanden, ne? Also man Ja. hat 31 wirklich also Unique-Werke, ne, die sich von Genau. verschiedensten Künstlern dazu Nennt sich und so wie originale Zeitschrift. ja und wie auch immer die dann verteilen oder ob sie das nochmal abscannen und nochmal anders zugänglich machen, ne? Weil im Web soll es ja vielleicht auch mal Und zu sehen damit sie sein und das so weiter. biegt, die Papierstärken sind oft so stark, ne? Ja, Grillen die es sind ja alle, jede ja. einzelne Seite nochmal also kannst du dir vorstellen, also rillen die mit Falzbein alle Seiten nochmal durch, damit das also auch blätterbar ist, nicht? Ach Und so, so. ja, okay. Ich kenne das so, Nuten, ne? Also, dass man Ja, halt genau, die zack, einmal Nuten hast du da. raufhämmert, ne? Also braucht man so ein langes, Genau. zack, damit es überhaupt faltbar ist, ja. Also, Genau, ich und kenne das ganz, ganz bisschen habe ich so noch. ja, genau. Ich Fühle mich gucke jetzt fast auch. wieder wie richtig. Nee, ich sag's jetzt nicht. Aber es ist so So. wie Live-Elektronik, wo man also einerseits ein analoges Instrument spielt und andererseits das so verquickt hat mit der digitalen Maschine dahinter, dass man also Diese Information fehlte mir, um das überhaupt mit ARIC interessant zu finden, ne? Dass man das selber liefern muss, das war mir nicht klar. Also, So, und okay, deswegen, genau. weißt du, und ich dachte, ja, was passiert hier jetzt und so, warum, Ja. ne, ist das jetzt eine eigene Geschichte und so weiter? Nee, dadurch erklärt sich das hier gerade. Deswegen habe ich mich rausgeklingt so ein bisschen, weil ich das nicht zuordnen konnte, was gerade. Also deswegen ist hier so dieser Prozess, mit der das dann entsteht, ist auch Teil, also weil die sind alle unterschiedlich. Manche sind hier in Siebdruck, manche sind wie bei mir über hier den Computerdrucker und andere da hat einer einen Stein eingefärbt und draufgelegt und fertig, ne? So, also es gibt ganz unterschiedliche Ja, also Herangehensweisen. man kann ja auch so Sachen machen, okay, ich habe ein Basispaket, ne? Wie gibt ja immer so bei den Zeitungen den Mantel, ja, Ja. ne? Und das drucke ich unten drunter und dann mache ich noch individuell, lasse ich mir noch eine Ecke oder einen Elemententyp, ne? Den ich dann noch plastisch oben drauf mache, weil es gibt, okay, gedruckt Genau. ist ja auch 3D, aber nur ganz bisschen, ne? Naja, Verrät. Aber man kann ja sagen, okay, und bestimmte Elemente, die sich hier vielleicht entwickeln, also dieser Kreis zum Beispiel in irgendeiner Form, macht man davon 31 Stück oder nicht, ne, und klebt die da drauf und hätte eine Individualisierung am Basisdingens, ne? genau. Das ist ja das, was Arik vielleicht auch sagte, ne? Wenn Ja, eine Serie machen und so weiter und so weiter. wenn man die stanzen kann, die Kreise, dann kann man die auch so weit vervielfältigen. Oder wenn ich Arik meinetwegen ist kurz pinkeln. wenn ich 10 Kreise mache mit unterschiedlichen Inhalten, womöglich Ja, beidseitig, genau. und die dann, also entweder ich kann die sozusagen zusammensetzen zu einem Bild im Computer, oder ich kann die eben ausdrucken und dann zusammenkleben und dann in Form schneiden, und also es gibt ganz viele Möglichkeiten. Und das ist ja eben auch spannend, was man dann macht. Also man kann ja auch beliebige Formen nehmen. Aber das ist jetzt natürlich, Birgit hat insofern recht, als es dann sozusagen meine Denke kommt eben davon, Individualisierung, dadurch, dass Einzelteile gemacht werden kann, dass es ein gemeinsames Muster gibt. Da würde dann so das kollaborativ Allgemeine bei rauskommen. Das wäre sozusagen so eine Methode, wie man da mit umgehen kann. Und man kann natürlich auch andere Methoden sich ausdenken. Habe ich ja gesagt, zum Beispiel irgendeine Form von Basteln mit Gegenständen oder was auch immer, von wo man, die können digital, die können real sein mit Fotos, und dann werden die irgendwie im Bilde oder real oder wie auch immer zusammengebastelt, nicht? So, also es gibt ganz, also da bin ich ja dann
habe ich ja gesagt, davon trete ich zurück, dass ich das also voll bestimme. Nicht? Aber wirklich so, wie du sagst, also das Endergebnis sind eben bedruckte Seiten für die Genau, und Leute in Halle, ne? im Endeffekt, das ist sowas, fällt mir jetzt gerade auf, das ist sowas wie das umgedrehte kleine rote Buch. Ja, so genau. Ne? Das ist Was auch so. umgedreht. Also, ne, das ist so, das ist wie wenn man jetzt sagen würde, jedem, der das kleine rote Buch hat, dass er eine Seite raustrennen soll und die Gestalten sollen erstmal bei sich behalten und dann hinterher wieder zuschicken, damit man dann wieder ein neues Buch draus bindet, weil wir ja da Ja. gerade kein Buch drucken wollten. Aber im Prinzip ist das Genau. schon eine Kunstbuchproduktion mit Unikarten, ja. Also wenn man ganz viel Zeit hätte, dann könnte man das auch wie das kleine rote Buch behandeln, indem man die 31 Seiten vorproduziert, das Genau. Basismodell, dann rumschickt. Ne? Also das Genau. Basismodell oder unten, was so die Basis ist, den Rahmen liefert, was auch immer. Wie sag ich mal, ein bisschen malen nach Zahlen, um das mal runterzubrechen. Ne? Du hast das unten drunter und dann soll jeder gucken. Also ich mach's mal so, wirklich mit Absicht auch. Dass man sagt, das schicke ich dann rum und jeder soll mal gucken, wo er sich dann wiederfindet. Und das ist aber so schwer zu organisieren. Und über 31 Dinger ist ja auch, wem schickt man das, wem soll so viel einfallen, ne? Und so weiter. Schickt man lieber eine Seite dann immer an, dann braucht man 31 Leute oder nicht, ne? Oder macht man nur drei und jeder macht 10 Seiten und so weiter. Dann ist die Zahl schon wieder ganz schön hoch, 31, ne? Das zu individualisieren. Und Genau. okay, aber so, es bleibt, aber physisch bleibt es quasi in deiner Hand, Andreas, ne? Läuft es bei dir zusammen, da entstehen auch diese Stapel der Seiten irgendwann. Und Beziehungsweise unter Verabredung mit, was weiß ich, Arik oder so, dass man genau. sagt, also wir lassen, also wir machen es so weit fertig, dass also eine druckbare Vorlage entsteht und dann gucken wir, wie wir das machen oder ja, das ist jetzt gerade der Prozess, das rauszukriegen, was wir dann jetzt genau tun. Ne? So. Ja, aber da kommt ja auch Genau. dieser Prozess noch dazu, halt stopp, den finde ich eben auch total wichtig. Ich will da ja nicht, also entweder sagst du, es soll hochindividuell sein, dann setze ich mich hin, mache da meine Seite, wie auch immer. Oder soll es abgestimmt sein, aber dann, woran muss ich mich denn dann orientieren? Genau. Also das Deswegen war ja Form, Farbe, Das wie mit dem was. Rahmen. Ich sage Und ja dann so, ist es auch noch die man Sache, ist will ich das überhaupt? Also habe ich da ja. Bock drauf, ne? Ja, und du bist einer. Mach dir jetzt zweit dann die 31 Seiten. Was heißt das, ne? Wen finden kannst du noch motivieren? Wird das ein Problem? Kriegst du die am Ende doch nicht zurückgeschickt? Also es ist ja viel, 31. Wären es jetzt drei oder vier, dann wüsstest du, wen du, ne? Ja. Nämlich die, die im roten Buch auch aktiv was gemalt haben. Die würdest du als erstes vielleicht ansprechen. Also wenn es Und jetzt Birgit wäre. da war meine, genau, meine Idee wäre, dass man also sozusagen Fragmente hat, wie auch immer die aussehen, und die immer dieselben. Und die schiebt man hin und her, Foto, nochmal hin und her schieben, nochmal Foto, sodass man also eine gewisse Uniformität gewinnt, Aber aber das, jedes anders ist. aber Andreas, Entschuldigung, wenn ich da einlenke, das ist immer das gleiche System. Das ist das mit den Pattern. Ja. Das ist von der Methode her, ist es immer die Pattern-Methode. Wenn du das möchtest, können wir das gerne machen, das ist kein Problem. Aber ist es von der Funktionalität her, ist es Pattern. Ja, aber das gut, wenn, nehmen wir mal an, also es gibt schon erhebliche Unterschiede, aber die also zum Beispiel diese Methode Zufall, ne? Dass man also im Grunde einen Zufallsgenerator hat, der Entscheidungen trifft, welche Seite oder welche jeweils neue Auswahl, meinetwegen aus unterschiedlichen Kreisen. Nicht? Also ich meine, diese Fläche und wir nehmen Bierdeckelgröße ist ja dann schnell voll. Wenn man dann also jeder hatte also drei, vier gemacht in irgendeiner Form, dann würden die ja sozusagen immer wieder würden neue Stellen verdeckt, immer wieder würde man einen Teil von jedem verpassen, weil eben was anderes drüber liegt und so weiter. Dann hätte man also natürlich eine zufallsgenerierte, trotzdem handgemachte, trotzdem kooperative Form. Ne? So. Okay, da spielt der Zufall eine große Rolle. Dann frage ich dich einfach, wo ist der Vorteil, dass das andere Leute mit dir machen?
Weil diese Deckel, das hast du ja gerade gezeigt, du hast ja kistenweise diese Deckel. Kann das ja auch Ja, machen. die. Also, ne, wieso muss mein Deckel dazu oder Ariks Deckel dazu oder Matthias Deckel dazu? Also, ich finde, das sind wirklich entscheidende Fragen. Worin Ja, besteht denn die die Kollaboration? Frage stellst du und ich soll die Antwort geben, das tue ich nicht. Weil das eben in die, das ist gemeinsam zu finden. Nicht? Also, wenn ich das jetzt alles in ihr, wenn ich jetzt mal sage, und ich habe noch einen anderen Plan, ne? Sagst du wieder, du hast noch einen anderen Plan. Ne, okay, können wir machen. Aber wenn du das unbedingt so willst, ne, Ich so, sage ja, fünf warum soll ich da Jahrespläne ohne mitmachen? die klappt das Ne, nicht, ne? genau. Aber das, warum soll da, also es gibt ja dann eben so ein Hidden Curriculum, ne, was immer wieder auf mich zurückzuführen ist und so, ne? Und okay, zum Teil ist es das eben auch, weil ich Initiative ergriffen habe, aber es ist eben nicht so, dass ich jetzt bei Pattern unbedingt rauskommen will. Ich habe nur aus meinem geringen Fassungsvermögen mental habe ich einen Vorschlag gemacht. Ne? So, und da und für mich ist eben Aber ich das fand ehrlich gesagt Problem das mit den Pattern individuell gar und nicht schlecht, weil gemeinsam. das weiß ich, wie es funktioniert und das geht und da könnte ich noch ein paar andere akquirieren, die noch mitmachen mit den Pattern. Ja, wir können auch Pattern machen. Also, aber ich fände es auch witzig, wenn wir dann gucken, also die Pattern haben Vor- und Nachteile, ne? So, und die Kreise haben auch Vor- und Nachteile. Also ich fände zum Beispiel so die ersten Tondi, die in der Geschichte entstanden ist, das waren Porträts, ne? So, und das war dann ganz gut, weil man die von der Wand runterhängen konnte und mobil war der Ausdruck, weil ein Kreis eben mit seiner Umgebung immer nur einen Berührungspunkt hat, also wenn es zum Beispiel auf dem Boden steht und so, nicht? Ja, Also aber es ich war natürlich das möchte Tondi, keine ne? kollaborative Sache machen, die so ist wie so mit so einem Profilbild, wie das so auf Facebook ist und auch auf Twitter mit so einem Ja, coolen aber sag mal, was du Profilbild machen oder so. würdest. Ja, ich habe ja, ich Also würde. jetzt, ich schicke das zu dir und dann machst du was und dann schickst du es mir. Ja. Gibt da vielleicht eine Möglichkeit, die mir eingefallen ist? Es gibt ja so Whiteboards, digitale Ja, die Whiteboards. haben wir hier auch. Das habe ich ja Andreas schon vorgeschlagen mit dem Und was Whiteboard ist, wenn hier. man einfach das so unendlich groß macht? Und dann schneidet man da 33 Fetzen raus, aber so bestimmte Fetzen, nicht wahr? Dann hat er eigentlich ja, kollaborativ an einem Bild gearbeitet. Ne? Das wäre jetzt wieder kostengünstig und ja, wäre nicht so viel Aufwand, nicht wahr? Weil man ja quasi nichts machen muss. Und da lädst du dann quasi 33 Leute ein, die das bemalen, ne? Ihre Ideen teilen, da kann man ja auch einfach schreiben, nicht mal Texte und alles, ne? Seht ihr Texte das und eigentlich so, gerade jetzt? dann könnt ihr euch auch streiten da einfach, weißt du? Die Birgit malt über deins und keine Ahnung, wer malt über meins und so, ne? Und da Birgit können krasse streitet Sachen nie. passieren, wie bei Reddit-Places heißt das. Da können interessante Sachen passieren. Aber da auch kollagieren, also Sachen Ja, reintun klar, und alles natürlich. und Ne? jetzt wie das Miro-Board. Das wäre so für mich persönlich am einfachsten. Dann schneidet ihr 33 Fetzen raus. Ich habe 33 SVG-Dateien, kann die drucken und fertig. Dann habt ihr halt eine lange Entwicklungszeit, ein halbes Jahr. In einem halben Jahr kann sich ja so eine Fläche extrem krass verändern. Ja, dann kann man ja vielleicht 10 aus den ersten 2 Monaten, 10 aus den zweiten Monaten und so weiter und so weiter. Weißt du, was ich meine? Also die ganzen, alles, was ihr sagt, das sind letztlich Sachen, die sehr viel Zeit beanspruchen, ne? Und sehr viel Aufwand und so Verwaltungsmanagement und solche Sachen, ne? Und ich versuche auch sowas gänzlich zu verzichten, das einfach zu viel Zeit kostet immer. Auch mit diesem Mailing-Art und sich die Sachen zuschicken. Das kostet und frisst so viel Zeit, dass ich da gar nicht richtig kalkulieren kann, ne? Ja, Whiteboard wäre ein neuer Impuls.
Ja, neu ist ja auch nicht. Wir haben das Ja, ja schon nein, mit dem also wäre jetzt Schulwort hier im gemacht, ne? Gespräch einer. Ja, ihr habt das ja auch mit Miro gemacht und so. Genau. Das kann man ja auch hier drauf übertragen einfach, ne? Dass sich Texte, Zeichnungen, nennt sich das Intertextualität halt, dass sich das so krass verdichtet, dass man da irgendwie eine krasse Farbflächenkombination hat. Ja, ich kann das sehr einfach drucken. Ja. Da kann jeder tausend Überlegungen reinmachen und die überlappen sich mit anderen Überlegungen und so. Finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Es spart halt viel Zeit dann, ne? Ja gut, und wenn man jetzt zum Beispiel sagen würde, ja gut, also es fängt so an, jetzt meinetwegen so, wie du jetzt zeichnest, dann würde das sozusagen erst einen Screenshot geben und dann entwickelt sich das so über die Nee, Zeit nee, nee, nee. weiter, Also, bis man ich würde reif sagen, wird. jeder Akteur macht seine eigenen Screenshots und ihr müsst dann irgendwie selber aushandeln, welche Screenshots so eine Bedeutung haben, ne? Ja. Wo dann was passiert und so. Und so kann man wahrscheinlich auch eine Geschichte erzählen oder irgendwie sowas. Ja, why not, ne? Why not? Das fällt mir jetzt gerade so ein, was so einfach so sehr simpel ist, ne? Sehr simpel und effektiv. Simpel und effektiv. Ja, vor allem mich reizt, dass man das eben unterschiedlichstes Material dazu kommen kann und dass eine Verdichtung sogar, man kann ja im Grunde die Screenshots vom letzten Mal kann man dann ja sozusagen mit reinbringen, sodass das so einen steigernden oder transparent machen und reinbringen und all so ein Kram, nicht? Also es gibt ja da ganz viele Varianten. Man kann sogar Bänder mit reinbringen und man kann also und so weiter. Also Frösche und also, Nadine, Ja, du kannst, sagt von was ich Phönix. fände es spannend, wenn da ein Krieg entbricht, ne? Also so spielerisch halt, ne? Du arbeitest da an deiner Pattern-Ecke mit Kreisen und so. Das überlappt sich auf einmal hier mit dem M2K. Ihr führt dann Krieg aus, ne? Das ist mein Platz, das ist dein Platz, so. Und dann, ne, führt ihr da zeichnerischen Krieg und mit Texten und allem, was du hast, so. Ne? Und dann passiert da auch was, ne? Also, was ich meine, das ist ja jetzt nicht böse mit dem Krieg, sondern Nein, so, nein. ne, weißt du? Ja, vor allem, wo Nadine explizit im Gespräch gesagt hatte, sie würde gerne was in Richtung Frieden machen, ne? Dann wäre sozusagen der Krieg erstmal die Voraussetzung. Also so wir können ja Nicole ein bisschen Unfrieden. Frieden immer bei der Arbeit spielen lassen, die Ja, so Musik. als Beispiel, ne? Wenn die da ihre Engelchen malt, ne, und 6 Stunden sich hingesetzt hat und mit einem Pad und einem Stift irgendwelche Flügel und so, dann würde ich den allen rote Augen malen und so. Nur aus Spaß, ne? Und keine Ahnung, da passieren Sachen. Kann ich Ich eine Fledermaus weiß nicht, ob malen? jetzt zu unambitioniert ist oder irgendwie zu einfach, aber mir fällt Nee, da sonst es auch hat nichts ja. wirklich ein, ne, weil wir wohnen ja jetzt nicht alle am selben Fleck so. Man ist Nee. auf ja, postalische Zusendung auch angewiesen, ne? Und Die nicht und mal solche Sachen. gut funktionieren. Ja, die Und funktionieren nicht. ja, am besten wäre es, wenn ich die einzige postalische Übersendung bin, so von Birgit oder Andreas, und ich schicke das dann an die richtige Stelle zurück. Wenn das so die einzige, ne, Sache ist, wo man mit Post zu tun hat und der Rest spielt sich nur auf dieser Kriegsfläche ab, sozusagen. Ich benutze jetzt so ein Vokabular, das kann man jetzt auch Wäre austauschen, aber das ich nenne denn? das mal Kriegsfläche, so nicht so als Tötung, sondern so Krieg kann man ja auch spielen, so, ne? Als Also auch nicht böse. Ich Territoriumsergreifung. sag mal, Wetteifer ist besser als Konkurrenz Ja, oder genau Wettkampf, so. ne? Oder auch so ein bisschen So. listig sein und ärgern. Ne? Oder einfach mit dem Radiergummi dann durch Birgits Zeichnung gehen und ihr sagen, was man davon hält. So, ne? So klar, so richtig so abgehen. Und ja, wenn sich diese Sachen überlappen,
So habe ich, so stelle ich mir das vor, kommen da ziemlich knallbunte Geschichten raus, die dann quasi mit Krieg so nichts mehr zu tun haben, ne? So mit dem eigentlichen Krieg, ne? Ja, das wäre so eine Idee. Sonst finde ich das sehr schwierig, so mit vielen Künstlern eine Lösung, ne, irgendwie einen gemeinsamen Nenner zu finden, weil die Ideen ja doch oft diametral also gegenübergestellt sind, so, die sich einfach nicht vereinen lassen. Ne? Da Ja, muss man sehr so viel paradox. reden und so viel Zeit aufbringen, so, da finde ich, sind, ja, so, wie, da gibt es auch so einen Spruch, so, Think simply oder sowas, weißt Ja, sehr, sehr interessanter Vorschlag. Für mich ist das, klingt das gut. Vielleicht ist das dann für die anderen Teilnehmer total langweilig, da so eine Tafel zu bekritzeln, dann wieder, ne? Aber ja, ist halt so. Ja, ist, also wenn es dabei, also da kann ja jeder Anforderungen stellen und sagen, Augenblick mal, das ist mir zu wenig architektonisch oder was auch immer und wie kriege ich denn jetzt Folgendes da rein und so, also es gibt ja, das kann ja auch nochmal Zusatzdynamiken bringen, die übers Skizzieren hinausgehen, nicht so, dass was natürlich auch selbst schon reizvoll ist, aber die, ja genau. Also aber so diesen Vorgang, eine gemeinsame oder eine Montage hinzubekommen, die so, wie du beschreibst, entsteht, ist vielleicht auch eine interessante, ist auch eine Möglichkeit. So. Sind die beiden, also ich kenne ja nur Miro. Ja, ich weiß, da gibt's super viele Tools wahrscheinlich, auch so für Ja. Grundschüler sogar geeignet und alles Mögliche, alles Mögliche. Hauptsache, man kann damit simpel arbeiten. Leute, die unbedingt zeichnen wollen, können ihre Tablets da anschließen und so. Du kannst da deine Collagen machen. Das muss halt irgendwie diese ganzen Tools vereinbaren. Da gibt's sicherlich hier haufenweise Zeug, haufenweise. Also. Genau. Wie nennt sich das, wo du da gerade bist? Birgit? Whiteboard, das steht doch oben drauf, drüber, in der Mitte. Whiteboard. Ach, das ist, hat Zoom selber. Ja. Du kannst aber auch Miroboard reintun, das ist egal. Ist ja alles das Gleiche. Also das Gleiche nicht, das, Entschuldigung, das habe ich jetzt so ein bisschen plakativ dahin gesagt, aber sind sehr ähnlich. Kann ich dem dann jetzt beitreten irgendwie oder gibt es da Whiteboard, kann ich draufklicken. Muss man dem. Was ich hier dran ein bisschen blöd finde, sind, glaube ich, dass es nur diese begrenzte Farbauswahl hat und man kann das nicht so mischen. Das kannst du in anderen Programmen besser mischen. Das würde man eher so, wenn man hier jetzt Miro oder so macht, würde man ganz normal arbeiten mit seiner Software oder was auch immer man hat oder manuell dann einscannen und dann da reintappen. Aber wie würde man denn also zum Beispiel deine Arbeiten damit reinkriegen, Sind meinst am du? Ende Grafiken und die kopiert man da, macht man einen Screenshot von oder was auch immer oder Sich auch ne? rein. Und dann kopiert man die da rein. Was halt immer das Problem, wenn man dann überlappen will mit den Transparenzen. Ich weiß nicht, ob Miro zum Beispiel PNGs kann, ne? So mit Transparenzebenen Oh, das und ist so eine so. technische Frage. Und ja, die man dann da, die einen stören könnten, ne? Also wenn ich ein Objekt habe und das ist viel weiß drumherum und eigentlich will man da ran, ne? An Ja. diese, so will man nur das Objekt haben, das irgendwo drüber ist oder drunter ist oder was, da drüber.
dann würden die weißen Dinger stören, das muss man sich angucken, ob Miro auch einen PNRG-Alpha-Kanal kann. Ja, man muss auch Oder sowas. überlegen, dass beim Druck hinterher die Sache noch mal ganz anders aussieht, ne? Dass dann so Transparenz und so komische Störungen auf einmal sieht das cool aus, ne? So auf dem Papier, so in real, ne? Da sieht das cool aus, ne? Ja, aber ich Also muss mal einmal fragen, vorhin hast du SVG gesagt, das klingt nach Vektor. Brauchst du Vektor ja, fürs genau. Zeichnen oder geht auch PNR, geht auch Pixel? Ich kann nur mit SVG im Moment. Okay, das würde Dass das dann ist das den, Einzige ja. so, ich kann auch, wenn ich PNG-Sachen mache, dann muss ich Bitmap nachzeichnen, heißt das. Und dann bin ich mir nicht sicher, was für ein Ergebnis rauskommt. Naja. Dann wird nämlich einfach nur diese Grafik kopiert, die ich da eingesetzt habe. Das kann ich auch machen, ne? Aber ist jetzt nicht so spannend, Ja, ne? das ist nicht natürlich, diese Technik würde Teil sozusagen des Werkes werden. Ne? Also die Technik, die du da hast, ich habe jetzt kurz beim Video gesehen, ne, da gibst du die SVG, da zeichnet er dann die Pfade nach, ne? Und Ja, füllt die genau. und so weiter. Ja, adaptive Ja. Triangulation ist mein Lieblingsding. Oder Striplings und sowas. Mittlerweile gibt es so Pakete, da kann ich auch Buchstabenkombinationen machen. Und der zeichnet das ganze Bild aus diesen Buchstabenkombinationen nach oder eine Formel oder so Sachen. Das sieht auch cool aus, ne? Für dieses Art-Artist-Ding hat mich da Marco hier 10 Stunden genervt, dass ich das machen soll, aber ich habe es nicht gemacht. Ich soll das für seine Firma machen, ich habe es auch noch nicht gemacht. Sieht halt cool aus, sowas. Ich habe da selber noch mal ein paar gestalterische Freiheiten sozusagen, aber ich kann das auch direkt 1:1 quasi transkribieren. Ne? 1:1 geht auch, das ist kein Problem. Also, Also ja. das, ne, aber nochmal die, das würde dann Teil der Technik werden. Da muss man mal gucken, was man, oder Teil des Werkes werden, die Technik, die dann am besten funktioniert, wenn man das vektorisieren kann. Ne, man kann ja auch, aber dann weiß Gott, wie lange das zeichnet. Wenn du auf einmal ein 250 Megabyte SVG kriegst, dann zeichnet das Ding da 2 Tage oder was. Ja, naja, nee, ja, das ist nicht so geil. Ja, da hast du recht. Ja, weil es einfach ganz viele Pfade sind dann, ne? Irgendwie. Ja, das sind viele Pfade. Und je nachdem, wenn ich zum Beispiel, einfach nur das Bild übersetze in Kringel, nicht wahr? In Kringel, dann macht er mir auch direkt hier 250.000 Kringel oder so. Das kann ich zwar noch einstellen, aber in meiner Production Line muss ich mit Inkscape arbeiten, weil in Inkscape die einzige Umgebung ist, wo ich Maschinen anschließen kann und der erkennt das auch sofort. Auch wenn das irgendwelche chinesische Software war oder so, Okay, die haben die ganzen Treiber da sich eingebaut und so weiter. der erkennt das. Ich habe da keine andere Auswahlmöglichkeit, gerade als Inkscape, aber damit geht das sehr gut. Ja, du hast recht, die Sachen können jetzt auch nicht hier beliebig groß sein. Ja, gut, das könnte man ja auch berücksichtigen. Das muss man einfach nur mal im Gesamtkonzept denn, ne? Das ist halt, Ja, wenn man es genau. da druckt, muss man das berücksichtigen, dass es dann so ist. Und Aber ja. bisher hatte ich damit keine Probleme so. Ich hatte nur Probleme. Ja, da habe ich irgendwie, keine Ahnung, viele 100.000 Punkte zeichnen wollen, die immer größer werden, sozusagen. Und das war irgendwie ein Problem. Das ist aber eher ein, ja, keine Ahnung, was das für ein Problem ist. Das ist auch Also. nur so, ich habe diese Maschine nachgebaut. Sowas gibt es ja auch seit den 70ern. Damit hat man ja so, wie heißt das so, Bauzeichnungen und so Eisenbahndinger und so geplottet. Und heute sieht das ganz anders aus. Da ist das eigentlich die Umwandlung des 3D-Druckers in einen 2D-Drucker sozusagen. Aber das ist kein Und Plotter. ja, aber. Na, du weißt nicht, hier ist ja ein Video zu sehen auf Arix YouTube-Geschichte. Ja, mich hat das Quatsch, so ein bisschen nee, an auf diese der Twitter-Seite so. 3D-Drucker erinnert. Das ist, ja, das ist Ja, grundsätzlich aber so. das, ich würde sagen, das ist irgendwie so ein
Freestyle zusammengebautes Ding halt, nicht wahr? Es gibt so professionelle Produkte für $5.000 von irgendwelchen US-Firmen und so, die dann irgendwie so Schickimicki-Stoffe verwenden, Rohstoffe, aber das brauche ich ja alles nicht. Wir haben da, mein System ist modular, das heißt, ich kann da Teile also ransetzen und so. Und wir arbeiten, also was jetzt noch so ein paar Probleme macht, aber das kriegen wir hin. Mit Roboterarmen und so können wir auch zeichnen. Aber wenn es so darum geht, einen seriellen Druck zu machen, dann knall ich das durch meine Maschine, knall ich das durch meine Software und kann das machen ohne Probleme. Ja. Ich weiß nicht, ob man das so Plotter ist mehr so Hobby-Zubehör, nicht wahr? Och nö, das gibt es auch im professionellen Umfeld früher. Ah, Also, jede Kennzeichnung, früher waren Plotter das Ding, das es diese ganzen Bauzeichnungen überhaupt erst also so möglich machten mit durchgehenden Linien, ne? Also nicht gepixelt, ne? Also Offsetdruck oder so, wo man eine Druckplatte macht, sondern einfach Stift ran, zeichnen, ja. Also das war alles eigentlich geil, ne? So. Und also Plotter war ja früher auch, weiß ich, zwei Riemen, ne, die dann halt irgendwie den Stift, einer X, einer Y, die musste man ansteuern und dann musste man halt das ich da wollte mir reinmachen und so das ein war Gerät super. aus den 80ern bestellen bei eBay. 55 € hat das gekostet, aber da fehlten die Kabel und so weiter. Das wäre geil, mal so ein Steinzeit-Dino irgendwie mal zu besitzen und das auseinanderzunehmen und so. Ja, weiß ich sag mal so mit Lego Technics, ne? Kannst du da mit den Schrittmotoren und so weiter, kannst du dir so ein Ding da zusammenbauen, ne? So, Ja, aber musst halt, ginge ja. schon. Was man halt braucht, sind krasse Motoren. Also zumindest auch die Fertigkeit, so einen Motor zusammenzubauen, der dann in die eine Richtung läuft, in die andere Richtung läuft. Und das muss man, also diese Feinkalibrierung am Ende, wo es ausmacht, so 1 Millimeter, ne? Das ist so die Sache, wo man Gefühl braucht, letztendlich, um einfach so ein Ja, ist komisches dann auch Gefühl. eine Frage der Übersetzung, ne? Also wenn der Motor nicht so, du kannst das nicht sagen kannst, ich mach mal eine Vierteldrehung, sondern musst eine Übersetzung mit Zahnrädern dazwischen machen, dass dann der Schritt, der durch eine gesamte Drehung oder durch ich laufe jetzt eine Sekunde, so umgesetzt wird, dass es nur ein Millimeter ist. Ne? Also das, so kann man denn da rangehen. Also ich habe mal Lego Technik, ich habe mir irgendwann mal so einen Bausatz gekauft und da sind ja dann verschiedene Sensoren drin. Aber man bewegt sich dann immer mehr in diese Technik, die man dann immer mehr berücksichtigen muss, die dann eine Rolle spielt nachher beim Erstellen. Das ist immer die Frage, ob man das so machen Das will ist ja und nicht nur der. ob man das allen Teilnehmern, oder den Satz, ob man das allen Teilnehmern, die hier beisteuern, beigebogen kriegt, ne? Ihr Ja, müsst dann mal von wäre mir sogar ausgehen, die. ich kann das, ich bin ja total, also was Technik angeht, ne, ihr seht ja auch hier auf dem untersten Niveau, ne? Auf dem untersten Niveau, keep it simple. Aber die Tendenz ist dann sozusagen, dass nicht nur die Drucktechnik, sondern auch die Druckmaschine zum Werk gehört. Das ist irgendwie so. Ja, Ja, das also ist das, so. ja. Moment habe ich halt X-Achse, Y-Achse Prototyp und ich habe also so ein H-Modell Prototyp gebaut und so X-Y-Z-Achse. Das sind so die drei Dinger, die ich so gemacht habe. Mein Ziel war es eigentlich, das Ding an die Wand zu verfrachten, nicht wahr? Dass man so ein Gerät hat für die Wand, dass ich direkt 2 Meter mal 1,50 Meter nur die Outlines von so Sachen an die Wand bringen kann. Das war so eigentlich die Grundidee. Aber ja, so Sachen sind eigentlich, oh, Also, da habe ich nicht die Zeit zu. Man könnte das auch ganz rustikal machen mit irgend so Auspendelungsgeschichten und so und so Fäden und sowas, dass sich die Gewichte ausgleichen an der Wand und so Geschichten. Das ist mir alles zu fummelig. nachher steht man dann selber mit zwei Griffen und Ja, das pendelt sich dann selber so, aus. Das so. pendelt sich selber aus, sozusagen. Das ist mir alles zu frickelig. Da gibt es auch bei YouTube super viele Leute, die sich das alles auch selber 3D drucken, sozusagen, die Parts und von der Ansteckbuchse bis, ja, keine Ahnung was, ne? Diesem komischen Riemen da, der sich da nach links und rechts zieht, machen die alles selber.
Aber so bin ich nicht drauf. Ne? Ich wollte erstmal, dass das erstmal nur Use Case, nicht wahr? Für unsere robotischen Fähigkeiten, was wir so drauf haben, was so funktioniert und so. Ne? Ich bin schon froh, meinen Epson-Drucker, ich sehe so in den Griff kriege, dass er nicht dauernd also Papier verschwendet Und einfach, ne? ja, Also und bei was man mir ist gerade. das ganz klar. Also ich nehme das hier. Brot. Nein. Oh. Das ist kein Brot. Doch, hoffentlich. Das ist eine Hoffentlich. Das Kupferplatte. ist Ach, das ist schon. verkupfertes Brot. Genau. Ich habe. Warte mal, ich mache das Kupferschale. mal weg. Vielleicht geht das dann größer. Das ist Kupferbergbau, kennt doch jeder und das ist ganz normal. Das ist Brot, das in einem Kupfer und das ist Genau. verkupfert. Also das Verdampft wollte ich gerne worden unter ist. dem Thema Ja. Tondo nehmen. Ich wollte das jetzt. Versteinert. Das ist ein Tondo. Verkohlt, Ja. verkupfert. Kennt man doch. Ich nehme das hier. Das ist wichtig, dass ich das nehme. Außerdem passt das zum Thema Ikarus und Dedalus, also zum Frieden von Nadine passt das hundertprozentig, weil das hier ist Ikarus, ne, der über das Ägäische Meer fliegt. Und Dedalus wollte das ja auch immer. Und Dedalus ist ja der junge Mann, ne? Ich habe mal eine blöde Frage. Muss das denn mit dem Frieden immer denn so sein? Oder, Muss nicht. ja, Aber das wird sich weißt du, im ich meine Laufe der das ja Zeit nicht zeigen. böse oder so, aber das Nee. ist halt so generisch, ne? Weißt du, was ich so. Ja, aber das ist ja keine Vorgabe, die wir machen können. Das Also suchen eine sich dann ja die wichtige. Leute aus, wenn Nadine sagt, sie Ach will das so, unbedingt ja. machen und Man dann könnte auch macht sie dieses hier das. nehmen. Das finde ich auch Ja, total ist nicht cool. zu sehen. Ja. Aber ich will Also ich habe schon an nochmal einer irgendwie. Ausstellung Unfrieden teilgenommen Genau. mit dem Stempelset für Attentäter. Was halt So. auch eine Rolle spielen wird, was kostet das, ne? Also wenn du jetzt da, du kannst ja den Drucker da nicht für lau betreiben und das ganze Material da einsetzen. Ja, eben, Ne? deshalb So, war das ist mein ja die Vorschlag Frage so eben, halt. deshalb war mein Vorschlag eben, dass ich das als Use Case benutze, so um Sachen nur zu drucken. Aber also die Sachen müsst ihr mir alle zuschicken, ihr müsst mir alles geben, damit ich es drucken kann. Und so gesehen, weil anders kann ich nicht operieren sozusagen. Sonst müsste ich Geld nehmen und so, ne? Weil Ja, andere Leute klar. Also ich bezahlen verstehe dafür ja, auch Geld, das ne? muss man ja Der einfach zurück. Heron Ja, bezahlt warte, warte, für warte, sehr, warte. sehr viel Geld, ne? Ja, Also. warte, warte mal. Hör mal auch Aber mal. wie kriege Man ich muss denn das jetzt ja meine organisieren. Radierung da rein? Ich möchte es so gern da Okay, rein gut. haben. Jetzt hat geredet. Mats hat geredet. Jetzt ist er weg. Matze, kannst du wieder rauskommen? Ja, komm raus aus deinem Loch da. Ich mache mir erstmal Kaffee. Nein, jetzt führ das aus endlich. Kannst du uns doch Ja, jetzt aber nicht der hat ja hier. recht, der hat ja recht, ne? Das ist ja der Grund, weshalb ich sagte, das ist so ein Use Case so. Weil wenn ich das jetzt irgendwie auch gestalterisch und so, dann macht mir mein Kollege Stress, ne? Da macht mir der immer macht mir richtig Feuer unterm Arsch. Das ist auch so einer, der heißt Artiom. Der hat hier Mathe studiert an der HHU und der ist stark übergewichtig, ne? Aber so richtig, ne? Richtig übergewichtiger Typ. Und der nervt die Leute und nervt die Leute, bis er hier. Das ist so ein richtig guter Vertriebler eigentlich halt. Also, Der nervt, oh, der ich macht muss da mich so bei krasse Marcel ganz Sachen. doll entschuldigen. Ich wollte ihm gar nicht ins Wort fallen. Er macht sich jetzt einen Kaffee. Hat er geschrieben, oder was? Ja, der riecht ihn gleichzeitig auf und holt ihn runter. Oh, Würde ich mal so, so oh Mann, es sagen. tut mir echt leid, Ja. das ist Entschuldigung. Aber Ja. weißt, da redet ihr die ganze Zeit über Krieg und dann, ne, und dann komme ich mit meinen Engeln und meinem Ikarus und dann frage ich, wie ich eine Bist du Radierung gerade da gut? reinkriege und dann werde ich irgendwie, ne? So. Ja. Also ich verstehe das Organisationsprinzip bei dir, Arik, noch nicht. Du bist Teil einer Firma, in der du nicht Nein, das ist angestellt so. bist. Das ist so, ich befinde mich mit meinem Kollegen so im Gründungsprozess so einer Manufaktur. Aber wir verdienen irgendwie nur Kohle im Moment mit so IT-Aufgaben. Und da haben wir so ein bisschen Platz, so ein bisschen Maschinen zu bauen und so und Konzepte zu entwickeln. Und ja, machen eigentlich im Moment nur Aufträge für diesen Heron-Mann. Der ist quasi unser Nachbar, der hat eine Softwarebude, der braucht so IT-Leute und so. Ja. Ich kenne jemanden, der für irgendwelche Auftraggeber, die Soundbearbeitung macht.
total frustriert ist, nicht? Aber das macht er, damit er sich finanzieren kann, um seine Musik zu machen. Also, das ist dann eben Ja, auch so der seitdem dann. Marco, der hat uns einfach, keine Ahnung, wir kommen mit dem gut klar. Das ist hier dieser Haupt-Main-Charakter dieser Messe. Der hat mir das quasi geschenkt, wenn man das so will, sich da arbeiten kann und so. Ja, der ist auch daran interessiert, dass ich seiner Pipeline zuarbeite, weil der hat auch eine IT-Firma und so. Da sind halt viele IT-Firmen und irgendwie da ist so ein Chinese, das ist irgendwie so ein Automobiltyp. Ja, aber die kenne ich noch nicht so. Die sind halt unter sich irgendwie. Die Chinesen, das ist so ein bisschen bizarr da mit denen. Die reden auch nur Chinesisch da, weißt du, und haben so komische Autos und so. Die sind doch viel kleiner, die haben so kleine Trucks, aber das ist hier irgendwie ein Volkswagen, weißt du, was ich meine, so von dem Größenverhältnis. Irgendwie so handgroße Räder und so. Ganz komische Leute, aber mit denen habe ich nicht so viel zu tun. Und ja, so ist die Situation im Moment. Okay, ich gucke mir das mal auf YouTube als nächstes erstmal an, dass ich da Ich nochmal habe ein da bisschen gar mal. nichts auf Ja. YouTube. Ich habe nur bei Facebook so Sachen. Bei Facebook und ja, das war's eigentlich. Ich bin da, ich mache heute Nacht erst hier unseren Account. Das heißt der Sau. Das heißt der Science Art Unit. Und das heißt halt Sau. Und wir nennen uns jetzt überall einfach Sau. Weil das halt so ist, ne? Jetzt Matze wollte unbedingt was sagen. Ach ja. Ja, und ich unbedingt, ne? Ja, aber immerhin. Er wollte immerhin was sagen. Naja, also wie gesagt, das ist jetzt der organisatorische Blick. Man kann es ja nicht dem Zufall überlassen, ob das jetzt Ware klappt oder nicht. Wie kriegt man Nein. das denn fix? Ich weiß nicht, ob das jetzt schon sein muss, aber die Frage ist natürlich klar. Die Produktionsstrecke hängt davon ab, im Zweifel auch, was Ach man den so, okay, Leuten was man sagt, macht, na ne, was sie genau. liefern können und was nicht. Naja. Ja, Also was ich sich habe ganz ja. schwer drucken lässt, ne? Also, ich habe quasi alles gesagt, was ich so brauche, ne? SVG. Also es kommt am Ende ist es wahrscheinlich SVG, das, was das Zielformat ist. Ja. Ne? Und das sind Vektorgeschichten und das Gut, da heißt, muss ich mich ja reinarbeiten. alles, was wir anliefern, also wenn das Handgezeichnetes ist, Also guck muss mal, das SVG, vektorisiert werden. Das geht natürlich mit also Software für. SVG ist für mich so, das wäre für mich so, wie nennt man das? So ein Drei-Gänge-Menü, ne? Da ist irgendwie dekonstruierte Tomatensuppe und so, so Geschichten, wenn ich eine SVG-Datei kriege. Wenn ich einfach nur alle Screenshots bekomme, dann ist das halt eine geile Currywurst. Damit kann ich auch arbeiten, ne? Aber SVG wäre schon cool. Das sind alles Sachen. Wie gesagt, das kann der Andreas in seiner Google Docs-Tabelle machen. Die können wir da ja auch ohne viel zu verhandeln oder so, kriegen wir das eigentlich schnell hin, so wie die Rahmenbedingungen da sind. Solange es keine Ölmalerei ist oder irgendwie solche Geschichten, ist alles gut. Weil Malerei ist so große Katastrophe damit. Große, große Katastrophe. Also jetzt Das kriegt. Öl, nee, also auf Painter erstellte Ölmalerei ginge nicht. Auch und Nee, wenn du so da wenn du, Aquarellfarben nimmst, dann geht das. Das ist ja, auch wenn kein du jetzt, Aquarellfarben. wenn du möchtest, dass ich das so in quasi herstelle mit Ölfarben, nicht wahr? Wenn ich da irgendwie so Geschichten machen muss, dann Ach ist es nicht so. so cool. Nee, Nein. Ich würde erwarten, dass durch diese andere Art des Druckes, also noch Effekte auftauchen, von denen ich gar nicht ahnte, dass es die gibt, sozusagen. Das ist eben für mich möglich. Ich will kein, also du sollst für mich nicht den Reprodukteur machen, ne? Sondern also das ist dann ja auf, also insofern hat Matze das genau passend gesagt. Also die Technik ist Teil des Ja, Projekts das ist dann. so erstmal der Auswurf, ne? Der Auswurf. Wenn es mir gar nicht gefällt, Aber nicht dann. Fotos gingen, ne? Fotos, ja. Ja, warum nicht? Könnte Also ich, ich könnte ich, habe könnte ich, könnte, oh, ein Entschuldigung, Foto ich vom könnte. Ölgemälde.
So, Ja, ich habe irgendwelche das 3D-Modelle Kleine. gefunden und so von Michelangelo-Plastiken. Ne? Und dann habe ich daraus ja, diese Hände gemacht. Wie nennt man das? In so einem eigenartigen Stil, dass das so aussieht, als wäre das ziseliert. Wie heißt das so? Rein ziseliert oder so, in so Holz. Da geht vieles. Also die Fragen sind, was ich nicht machen kann. Ja. Warte mal, lass uns das mal Kann man kurz, könnte man denn lass uns auch das mal kurz an. negative nehmen? Also ich habe noch ganz viele negative, da habe ich im Atelier, kann man denn könnte man diese negative auch nutzen? Also das sind richtige negative von, ne, klassischer Ja, aber Dingsfotografie. wenn du das haben willst, ne, so, dann kann ich das aber nur klassisch plotten, ne? Das heißt, ich muss da irgendwie eine passende Farbkombination finden und so. Dann kann ich das nur plotten, ganz simpel. Du gibst mir Input, ich gebe dir Output sozusagen. Seht Ja, ihr anders geht das? das nicht so mit Negativsachen. Du hattest hier bist du, ne? Ja, Ja, das das ist bin ich. verrückt. Das ist mein So, Account. kommen wir hier zu Facebook? Hast du Oder auch? Nee. soll ich dich irgendwie mal, dass wir mal ein bisschen Eindruck kriegen, Ja, aber wie wir. also Birgit hatte Ich schicke jedenfalls. dir doch einfach mal hier den Link von meinem Facebook rein. Dann Ja, kannst du doch dann draufgucken, klicke ne? ich da mal drauf. Ja, super. Das mal gesehen, damit es mal ein bisschen. So, Facebook, Klick. Seht ihr das auch noch? Ja, sehr Ja, gut. Ja, okay, ich sehe gut. das sehr gut. Das ist hier mein VPN. Das Facebook mal Daten abhanden Das Schwarze da unten, wie ist das? Ist das auch eine gekommen. Plotterarbeit? Oder eine. Links, nee, das ist, das Das? habe ich von so einem professionellen Typen ausdrucken lassen, weil das eine Gra wie heißt das? Eine digitale Arbeit war. Ja, das habe ich da so auf so einem komischen Papier ausdrucken lassen. Aber ich habe dasselbe auch als Druck. Das hängt da auch irgendwo mit dabei. Sag mal, ihr Aber seht ja, ist. wenn ich hier scrolle, ne, das seht ihr ja, klar. Sag mal, Ja. wo man jetzt sozusagen mit der Technik, mit der auch diese, sagen wir mal, diese SVG-Dinger, ist das hier irgendwo zu sehen? Ja, weiter runter wahrscheinlich. Ja, Ja, guck mal, da ist zum Beispiel eins. hier Nee, da, das das Lilane. Brombeerfarbene. Das hier. Da sind ganz viele dabei, die sind echt voll cool. Da gibt es dann noch so einen, irgendwie so einen Mann, der so in so einer Landschaft steht, in grün. Und dann gibt es dann diesen Genau, und das ist so eine Linie, die das Ding Case, macht, diesen ne? Das Kühlschrank, der ist ist auch das, cool. ja, ne? Also im Prinzip ist das, ja, also wenn man jetzt in Plotter oder was auch immer denkt, ne? Da fährt so ein Stift und macht diese Linie. Ja, genau. Und das macht Und er halt ich dann an den anderen. Wie lange da hat das gedauert? Kurz ja, die so vier Frage. Stunden oder Okay. so. Da haben wir Das dann den sind ja auch Eindruck. irgendwie neun Layers oder so gewesen. Und das Schwarz musste ich nachdrucken und so, weil das immer in so einer Farbdichte untergeht, also diese Tiefen und so. Da muss man da immer, ich habe bestimmt schon 200 Schwarzstifte verballert, ne? Ja, und das ist generativ designt worden von meinem Kollegen. Das ist diese Hand von Michelangelo. Das ist diese komische Ziselierung, die ich meinte. Das sieht so aus, als hätte sich da irgendwie ein Wurm durchgefressen oder so. Ja, Buchdrucker, Käfer. Aber das ist noch alles sehr unpräzise, wenn man die Linienführung sieht, so. Das ist so, ja, eher so wischiwaschi, ne? Das kenne ich auch, kann ich auch anders. Aber das war auch nur so halbe Stunde, 45 Minuten. Das sind bestimmt so fünf, sechs verschiedene Layers. Von irgendwie dunkelbraun, schwarz bis so, wie heißt das so, Umbra. Fleischwurstfarben. Ich fand Okay, diesen, aber. ich finde diesen Taste-Kühlschrank so cool, den grünen. Der ist wirklich, der passt. Okay, aber haben wir mal, also ich habe jetzt Ja, ungefähr ich einen habe ein Eindruck Gefühl von der dafür Technik, jetzt. ne? Es sind Linien, die gezeichnet werden. Grundsätzlich erstmal, ne? Weil es halt,
Gibt es auch ein Video von dem Ja, Gerät? keine Ahnung. Keine Keine Ahnung. Ahnung. Du weißt nicht, ob du ein Video von dem Nee, Gerät bei gemacht hast? Facebook, ja, ich habe auf dem Handy bestimmt so alles voll, ne? Ich hatte Wie hier immer, du irgendwie was, produzierst immer in irgendwas, das großen habe ich ja irgendwie gesehen, dass das hier, Mengen. weiß nicht, ob das jetzt hier war. Ja, das Ja, ist das jetzt war der der. 3D-Drucker. Das ist Da der. haben wir das Ding da ausgetestet. Ach, das ist noch was anderes. Okay, den habe ich sozusagen das falsch zugeordnet, dass es nicht die Technik ist, mit der diese Sachen erstellt sind. Okay. Okay, aber hier auch nochmal, jetzt mal, ist das, das ist auch, ne, mit den Linien und so weiter. Ja, genau, das ist der Ganz klar. Riemenschneider. Na klar, gut, okay. Huseln kann die Maschine. Ja. Ja, ich kann ja Parameter einstellen und so, wie geskribbelt die Linie ist und so weiter. Das kann man ja alles einstellen. Das sind ja alles verschiedene Stile. Wenn man ganz genau hinguckt, da ist sind da immer Unterschiede. Ich kann auch ganz, ganz andere Sachen machen. Aber das hier ist jetzt so, so Jesus-Geschichten halt, ne? Also, Also nehmen wir an, man hätte also eine Whiteboard-Fläche, die also durch Kritzeleien, Fotomontagen, was weiß ich, 3D-Konstrukte und so gestaltet wäre, die auch alle sich beißen würden, weil die also im Grunde wirklich technisch unterschiedlich kommen. Und dann wäre dann sozusagen so dieser Druck, wäre dann so eine homogenisierende, hätte so einen homogenisierenden Effekt auf das Ganze, würde ich na, so sagen, oder? man kann schon, sag ich mal, ganz normale Zeichnungen nehmen und die dann aber vektorisieren, also in Linien umwandeln, so Ja, dass ich mache diejenigen, die das. das halt, ne, Ich habe mal also, ja, ich kann Flugzeugträgerdecks das in eben eins Serie zu eins wegdurchgesiebert. kopieren. Ich kann das eins zu eins kopieren mit diesem CYMK-Farbkombination. Ich kann das aber auch interpretieren lassen. Durch verschiedene, ja, mit verschiedenen Sachen kann ich das so. Bestimmt so 45 verschiedene Variationen kann ich im Moment machen. Für den Rest muss ich mir, ja, es ist wieder viel Arbeit, aber das reicht erstmal um, ja, was kann man denn so machen? Ich kann das alles als Quadrate ausgeben, als Wellenform ausgeben, als Kreis ausgeben, als, ja, wie gesagt, ich kann ja adaptive wie heißt das? Baumstrukturen draus machen, oder? Ich kann alles Mögliche machen. Ich kann auch Fotos realistisch kopieren, eins zu eins. Also, aber das ist jetzt nicht so die Zauberei, ne? Ihr seht jetzt wahrscheinlich, das habt ihr jetzt noch nicht gesehen. Ich mache jetzt mal Photoshop. Seht ihr jetzt hier dieses Bild, was ich jetzt von links nach rechts bewege? Ja, jetzt, ich Na? sehe jetzt hier das von Bad Zornbrock im Ja, okay, das ist Literatur, genau das, was ich wollte. Fasanenstraße, Ja. Literaturcafé in Fasanenstraße in Berlin, ja. Ja, mal gucken, ich weiß ja, ob die lange nicht benutzt, ob die neuralen Filter hier bei Photoshop noch aktiv sind. Nur um mal so einen Eindruck davon zu. Übertragung, das hier. Das lange nicht gemacht. Nehmen wir mal, wir haben hier das Foto und ich sage jetzt, mach mal hier Ich soll Stil, draus machen. nee, ich mach mal Stilübertragung, ne? Photoshop. Ah. Und jetzt ist halt das Bild hier, sieht jetzt so aus. Ja, Das dann lässt sich schick mir schon, das mal. das lässt sich jetzt schon viel eher vektorisieren, ne? Also, weil man hier schon mal, das sind hier, gibt es hier verschiedene Bildstile, die man in Photoshop aufrufen kann. Mache ich mal den hier. Dengelt immer eine Weile. Ich weiß nicht, ob ihr das hier unten seht. Ja, okay. Und dann kann man sagen, okay, die Stilstärke soll eine größere sein. Also du kannst Die mir geben, was du Schieberegler. willst. Ich kann das entweder eins zu eins, ja, schick mir das einfach mal. Da gebe ich dir ein paar Beispiele hier rein. So, dann siehst du, was so möglich ist in, ja, in der Prozessierung, so in meiner Production. Verarbeitet aber noch irgendwas auf dem Gerät. Das ist jetzt, ich will nur mal zeigen, sozusagen, was hier passiert, ne? Was man grundsätzlich so an den Stellen, oder ich mache mal hier so, so ein schwarzer Stil. Das ist sozusagen, mit Midjourney kann man ja auch Bilder rangehen, vorhandene, und sagen, mach mal einen Stil drauf.
Aber hier in Photoshop kann man es etwas besser steuern. Adobe hat jetzt ein Firefly, nennt sich das, irgendwie rausgebracht. Da weiß ich noch nicht, was das kann. Aber da wird es auch Stilisierung geben von Sachen. Und was ich aber damit zeigen will, ist halt, wenn man reduzierte Stile auf diese Bilder legt, sowas hier, ne? Dann ist auf einmal Bartz und Brock schon viel eher an so einer Linienzeichnung dran. Und man hat schon vorab einen Eindruck davon, wie es denn mal werden könnte. Das wollte ich hiermit noch zeigen. Gut. Also mich hat das überzeugt mit dieser Kritzelstruktur und so arbeitet man ja auch, wenn man verschiedene Oberflächen Eindrücke machen will oder man dieses wuselnde Arbeiten mit dem Stift und dass man da verschiedenste Muster haben kann. Und aus einer gewissen kleinen, schon kleinen Entfernung zieht sich das ja zu Flächen zusammen. Ne? Also es war bei dem einen, war das, Ist das wo nicht, er ist es nicht so, noch. dass man da verschiedene Schichten auch aufeinander legt mit Linien? Ja klar, das hat er ja dann gemacht, um diese Farbeindrücke zu machen. Hat er eben verschiedene Farben übereinander gelegt. Die müssen dann Genau. natürlich voll trocken sein, dass sie nicht, oder sind die so schnell trocken, dass die sich nicht Ja, also ich kann das miteinander vermischen? in einem Rutsch machen. Einen Moment, ich probiere mal was aus hier, das, was ich am liebsten mag. Mal gucken, was da rauskommt. Also handgemacht ist nicht in. Das kommt drauf an, was in ist. Man kann ja auch auf einem Druck noch handgemachtes anbringen und so. Es gibt ja oder prägen oder. Also die Unendlichkeit der möglichen Entscheidungen ist beängstigend. Also insofern finde ich das mit dem Whiteboard ganz schön, wenn man da teilweise auch karg arbeiten kann und man kann also richtig voll und dicht werden und alles wird dann übersetzt in unterschiedliche. Ja, und dann kann man gucken, wie man das dann nachher präsentieren tut. Ja. Gut. Ja, also ich würde mal sagen, wir machen jetzt noch keine Entscheidung. Wir lassen das mal so als Möglichkeitsraum so stehen. Und fangen beim nächsten Mal an zu gucken, wie würde man das organisatorisch in den Griff kriegen, wie viele Leute bräuchte man, wollte man und wie viel will man haben, wie viel, was auch immer und wann und teuer und so, nicht? Und dann wird sich das dann so weiter voran bewegen, denke ich mal. Ja. Birgit, Schlusswort, oder? Ja, Nadine hatte gerade geschrieben, dass sie noch irgendwie dazukommen wollte, aber ich weiß jetzt nicht, wo sie bleibt. Zwei Stunden haben wir um. Es ist jetzt, also ich bin. Ja, Ja, ich bin auch es durch hat und keinen das ist, Sinn. dann geht das eben, dann ist sie nicht dabei. Ich fände es auch gut, dass wir, vielleicht ist das auch zu ambitioniert, dass wir irgendwie so ein Thema hätten, so ein Oberdachthema, also dass man sich so weiter Gedanken darüber machen kann. Was ist das denn jetzt? Ja, gut, die Frage heben wir für nächstes Mal auf. Ich finde es auch, und vor allem, wenn dann die noch dabei ist und man Unfrieden gegen Frieden stellen kann und Irgendwo so. Und, klingelt es hier und ich weiß gar nicht, was hier jetzt klingelt. es klingelt, also bei mir klingelt es nicht. Also ich habe hier Und dann lauter Anrufe. Ah, sie vielleicht hat mich noch jetzt hier irgendwie. versucht, über Dings anzurufen. Seid ihr auf Skype? Nein, wir sind auf Zoom. Das ist, also ich bin aber erstmal raus. Ja, ich auch. Okay. Aber ist denn dieses mit der Negation und dem Negativ-Positiv, ist das denn mal so das Oberding? Nee, nicht jetzt entscheiden, sondern also das ist Also. gut, wenn wir das im Kopf haben, dass die Frage da ist. Weil jetzt, ich bin auch
müde, ich bin voll, ich habe lauter Fantasien und so weiter und bin auch, ja. Alle sind müde. Ich Wir habe es haben jetzt 9 hier. Uhr. Genau. Wir hören jetzt auf, schreibe ich jetzt dann Genau. hier. Ja, tut mir leid. Also, ich meine, 2 Stunden kann man nicht Ja, weil es ja jetzt nicht nochmal in 5 Minuten das. abgewickelt wäre. Weißt du? Das Nee. würde ja hier. Guck mal, ich habe hier 2 Sachen in den Chat gepostet, was ich hier in der letzten Minute so an 2 Sachen rausgeworfen habe. Ich kann jetzt alle möglichen Farbkombinationen und Muster und alles Mögliche durchspielen. Dann sind wir irgendwie bei 300 verschiedenen möglichen Kombinationen und so, wie ich das machen könnte, aus diesem Schwarz-Weiß-Bild. Ich könnte das jetzt auch 1:1 direkt so kopieren. Du meinst Das hier. dieses hier, ne? Ja, Ja, musst du genau. machen. Das sind 12 verschiedene Farben, die sind alle übereinander gelegt. Das ist quasi fast dasselbe wie das Ursprungsbild. Das Schwarz-Weiße da, nur mit 12 verschiedenen Farben. Und das andere ist halt dasselbe, nur in Gelb und so, ja, mit so Quadraten, ne? Okay, wie kriege ich man das da jetzt raus aus dem Chat? Kann man das da irgendwie? Muss anklicken, und bei mir hat er Bei mir Runterladen angeboten. zieht er das gleich runter, ja. Okay. Aber der technische Rahmen steht. Ja, und eventuell sogar noch schon mehr, aber Und da, wie es gedruckt wird, auch, das ist doch super. Also ist das schon total weit. Also für. ja, genau. So, den Arik dann ja, bin Pieseln. Bin Pieseln werde ich jetzt nicht rauskopieren. Ach ja. Arik, hm? Ja, dann ja, ich orientiere mich einfach an dein Google Docs Ding. Ja. Daran orientiere ich mich so, sonst bin ich ja auch irgendwie am besten über Facebook erreichbar. Aber alles andere ist immer kompliziert. Und ja, Okay. dann, Und ich weiß nicht, wie heißt du M2K bei Facebook? nee, bei Facebook gibt es mich nicht. der ist nicht bei Facebook. Ich gebe es nur bei Twitter. Ja, weil bei Twitter ist bei mir auch kompliziert. Das finde ich alles so nicht so gut. Bei mir läuft irgendwie nur Facebook ganz gut und der Rest, ja. Ihr findet schon zueinander, wenn das soweit ist. Denke ich Jo, mal. dann hat mich gefreut, euch zu sprechen. Ne? Ja. Dann sind die Ohren steif. Na dann. Ne? Danke an Jo. alle. Ciao. Und Ciao. tschüss. Und Matze, ist alles okay? Oh. Ja, ist jetzt weg. Jetzt ist er Ja, weg. waren wir doch gar nicht schlecht. So, genau. Schade mit Nadine. Ich muss hier Die dann nochmal. hat irgendwie einen anderen Rhythmus, hat sie jetzt gesagt. Sie schläft irgendwie und steht abends spät auf, keine Ahnung. Ja, Ja, ich da. habe mich ein bisschen schlecht gefunden, aber ist egal. Vielleicht habe ich mich selber deklassifiziert. Nein, du machst dir da jetzt ein Bild von dir, das nicht stimmt. Also ja, weil, weißt du, weil Also jedenfalls irgendwie. von meiner Sicht oder der Sicht der anderen bestimmt nicht. Es war nur so, dass ich so gerne was machen wollte und so ganz Dings und jetzt mal gucken muss, wie er mit dieser Technik das hinkriegt. Aber das ist hochspannend. Also es war jetzt wirklich sehr konstruktiv. Und dieses Suminagashi ist wirklich Marmorieren auf mit japanischer Tusche. Ja. Okay, also ich kriege gerade hier einen Anruf rein. Ja, Lass uns okay, mal Schluss tschüss. machen. Bis dann, ne? Tschüss.